White Russians. Schlecht, aber regelmäßig. Also worum ging's? Ja, es ging darum, den Heimwecker King zu überzeugen. Und da haben die beiden ja eine ziemlich gute, also die beiden Girls haben eine ziemlich gute Show abgeliefert mit irgendwelchen Performance-Acts, Gestaltungs-, künstlerischem Kram. Ja, Kram. Und dann daraufhin ging alles sehr schnell. Der Tag kam, Show des Handwerker-Kings gleich früh, damit es auch Spaß macht. Also den ganzen Tag rumsitzen, das ist ja eigentlich Shadowrun, den ganzen Tag rumsitzen, wie immer. Awesome Brumli-Bär-Porn muss auch sein. Gerade wenn sich, weil sich halt Billy so gut mit ihm angefreundet hat, dachte ich mir, ich muss ihr gleich wieder eine reinwürgen, das gehört sich so. Naja gut, wenigstens konnten sie dann wie geplant den Handwerker-King mit Ketamin vollstopfen. Es kam dann zu Ladestreifen-Missverständnissen vor der Tür. Aber das war nicht so schlimm. Aufs Dach und dann Schrank auf, Wanze rein, Sprite-Chaos. Hat ganz gut funktioniert. Bis dann die Drohne die beiden auf dem Dach entdeckte. Das war ein bisschen schwierig. Da kam dann richtig Fahrt in die Sache. Abseilen und Patzer. Finde ich gut. Hatte ich Spaß, muss auch mal sein. Ich meine, mit dem Kletterhaken hat es wohl doch nicht so gut funktioniert, aber Billy kann nichts dafür, dass Jojo einfach super inkompetent ist, ne? Deswegen musste sie auch gleich den Aztec-Wachmann direkt in den Hinterkopf baldobern und dem anderen Reporter schön ins Auge. So gehört sich das, wir sind ja so die Pazifisten-Crew und mit Gil ins Auge. Naja, muss halt auch sein, ne? Dann jetzt schnell weg, keine Ahnung wohin. Mahina noch drin und offenbar werden die Besucher kontrolliert, warum auch immer. Vermutlich um böse Gangster zu finden, das könnte ja noch interessant werden. Aber jetzt erstmal Fluchtfolge, viel Spaß und bleibt geil. Billy fährt einfach los, sehr gut. Richtung weg. Okay. Oh. Gut. Du übst aufs Gas treten und losfeuern oder wie ist denn dein Fahrstil? Anmerkung an dich. Und zwar, du hast ja einen Mark auf Jojos Comlink. Das bedeutet, du hast ja auch damit, weil das Auto bestimmt an ihr Comlink geslaved sein wird, auch einen Mark auf ihrem scheiß Auto. Du siehst, dass sie ihr Kennzeichen physisch und in der Matrix nach Belieben umstellen kann, nach Zufallskombinationen oder nach irgendwas, was dir beliebt. Gut. Volle Kanne Gas. Das weißt du. Bist dieses Auto, glaube ich, auch schon mal gefahren. Ja, und du hast die volle Matrix-Connection. Du weißt alles über das Auto. Ja gut, dann der fährt aber gesittet, der Autopilot. Moment, der Autopilot fährt gesittet, wenn du sagst Grid Guide, was dort noch funktioniert. Wenn du sagst, fahr bloß schnell irgendwo hin, macht er das nicht zwingend. Also Autopilot. 3 hat's. Gut, das Ding fährt zügig am Rande der Geschwindigkeitsbegrenzung, ohne irgendwelche Kollateralschäden zu verursachen, aber jetzt auch nicht ultraschnell. Vermutlich. Naja, es wäre ungefähr so, wie du es auch hinkriegen würdest. Mit überholen sogar, ja. Nach so 2 Minuten der Fahrt bemerkt Billy das gleich folgende. Jojos Fahrzeug, was ja dargestellt wird in der Matrix als ein metallener Adler. Ja, ja. Diesem metallischen Adler also nähert sich ein Alien in einem UFO. Also das ist so ein Klischee-UFO, so ein kleines rundes Ding mit einer glibberigen grünen Masse, mit einem großen Auge und Fangzähnen, großen Mund, so wie die Aliens von den Simpsons ungefähr. Ultra schnell und dann fährt ein kleiner Torpedo aus, fliegt auf den Adler zu, klatscht dort dran und hinterlässt einen Mark. Brute Force. Das Auto löst Alarm aus, du bekommst natürlich mit, aber offensichtlich hat jemand jetzt einen Mark auf dem Auto und versucht das Ding zu kontrollieren. Ich will clean. Ich will, möchte das Mark nehmen. Okay, Sekunde, ich muss kurz nachgucken, was man da macht. Kann man den Piloten nicht auch ausstellen? Du kannst die Matrix-Verbindung deines Fahrzeugs natürlich ausstellen. Ich bin ja nicht da. Du bist im siebten Himmel. Nee, wahrscheinlich nicht im siebten Himmel, aber... Computer und Logik hätte ich gern mal von dir. Moment, ich verpflanze gerade meinen fetten Arsch auf die Couch. Eine Sekunde. Ich habe keinen Bock hier zu sitzen. Gib mir einen Moment. So, jetzt muss ich auch meinen Charakterblatt noch aufmachen. Du hast gesagt Computer und Logik, ne?
Also 4 und 3 dann in dem Sinn doch, Wir haben oder? jetzt wieder Computer einen ist 3, ja. TS-Roller. Denk dran, du kriegst minus 1, denn du hast Schmerzen. 7, 6, ja. Okay, das sind zwei Erfolge, mein Freund. Gut, du bekommst das Mark nicht weg. Was? Zusätzlich, da das eine Angriffshandlung ist von dir, erhältst du einen geistigen Schaden, weil dieser Torpedo einfach so ein paar Licht-Elektropartikel auf dich schießt, weil du versuchst es wegzumachen und dass das nicht möchte. Ja, dann. Na, warte mal, jetzt macht der Typ erstmal irgendwas. Was macht denn der? Der macht bestimmt Control Device. Na, noch, es kommt drauf an, was er machen möchte. Shutdown geht noch nicht. Nee, das geht noch nicht, das weiß ich. Obwohl, nee, du hast recht. Er versucht sich noch einen Markt zu holen. Warte mal. Ah, fick dich alle. Gut, das Alien fliegt erneut um das Auto herum, schießt einen weiteren Torpedo und er hat ein weiteres Mark. Okay, ich schalte die Sau ab. Also das Also Auto. die, das, ja, die Matrix-Verbindung des Autos. Gut, es kommt zum Stehen. Ja, nee, ich übernehme natürlich manuell. Ja, es kommt nicht ganz zum Stehen, es fängt an auszurollen und du drückst dann manuell auf die Tube. Alles klar. Jojo. Au! Und du erwachst. Okay. Du befindest dich in einem Fahrzeug, das relativ schnell fährt und Billy sitzt am Steuer, sieht relativ mitgenommen aus und ja, ne, also nicht so ordentlich herausgemacht, wie man das eigentlich von einer Lady erwarten dürfte. Du hast Kopfschmerzen, du hast irgendwas bisschen Feuchtes an der Stirn. Wird wohl Vaginalschleim sein oder sowas. Und ja. Ist sie desorientiert oder irgendwas anderes? Kommt sie klar? Erkennt sie ihr eigenes Auto? Sie hat ganz kurz so ein paar schwarze Punkte vorm Sichtfeld, im Sichtfeld, aber kommt dann relativ schnell wieder klar und natürlich erkennt sie ihr Auto. Okay. Wo sitzt sie eigentlich? Beifahrersitz. Okay. Haben sie sich Ja, angeschnallt. sie macht die Augen auf. Erste Geste, Hand irgendwie so gegen den Kopf, weil tut ja weh. Blickt sich dann um. Was habe ich verpasst? Halt die Fresse. Wir müssen, wo fahren wir hin? Hä, was ist denn los? Oh, scheiße. Ich glaube, wir werden verfolgt oder so. Keine Ahnung. Ich habe eben gerade die Matrix-Verbindung von einem Auto gekappt. Wir fahren gerade irgendwie. Wo fahre ich denn hin? Joffrino. Verdammt. Warte, wo sind wir denn überhaupt? Ihr seid jetzt über die Grenzen von Bratijevo gefahren, also dem gigantischen Industriegebiet. Das hat die Vorteile, dass es viele sehr gerade Straßen gibt, die breit sind und man da schön schnell fahren kann zum Teil. Und es hat die Nachteile, dass es ein Industriegebiet ist, wo zum Beispiel auch Aztec sitzt, Neonet. Nicht gerade Ups. Zenit, aber so Sachen. Ja, okay. Schnellster Weg da wieder raus durch Gegenden, die irgendwie praller, also wo man besser jetzt durchfahren kann. Geht nicht. Wenn du rausfährst, hast du die Wahl, durch den zentralen Verwaltungsbezirk zu fahren. Kann man. Nein. Oder du fährst halt um ganz Moskau Geht nicht, alles rum. klar. Okay, hier kennt sie sich aber auch nicht aus, hier ist sie selten. Kennt sich keiner von euch besonders gut aus. Ihr Warte, warte, dürft mir einfach Karte, mal beide Karte. Intuition und Navigation werfen Ich mache und. eine scheiß Moskau-Karte auf. Natürlich machst du eine Moskau-Karte Gut. auf, aber da steht nicht dran, das ist der beste Weg für Runner, um zu flüchten. Habt ihr Mapsoft, ja, ne? Yep. Und dann darfst du dir plus 1 geben. Was haben wir? Eine Mapsoft. Ja, auf dem Better Comlink Google halt. Earth Naja. auf Dev. Ja, ich war nur gerade im Überlegen Gut. hier bezüglich Also Intuition minus Ortskenntnis. 1. Plus 1 wegen Dingsbums. Hast du Ortskenntnis Donskoy oder hast du Ortskenntnis in spezialisiert Donskoy? Ich habe Achso. Ortskenntnis spezialisiert auf Donskoy. Dann darfst du auch Ortskenntnis schmeißen. Also 5 und Intuition 4 sind 9, minus 1 sind 8. Richtig. Jo, 3. Moment. Und hier kommt der Ich habe kritische auch noch. Patzer von Flummi. Nee, ich habe auch noch Ortswissen. Aber du hast Aber mir du nur hast Ortswissen das. Donskoy zugestanden. Richtig, du hast das beste Ortswissen über Donskoy und damit nicht so über gesamt Moskau, was den ergibt, leider. Gut. Ach genau, wie würfeln wir denn hier? Ja, du schreibst Klammer auf, dann wie viele also wie viele Würfel? 8 zum Beispiel in dem Fall, wie ich jetzt letztes geschrieben habe, dann Wie viel Edge D habe für ich denn noch? Dice. Ein oder zwei? Überlege ich Lass den gerade. doch mal ausreden! Ja, ich sehe es gerade da oben, wie man es macht. Wie viel Edge hast du noch? Ich glaube, du hast entweder noch eins oder keins mehr. Eins habe ich auf jeden Fall noch. Und dann hast du noch eins. Das brauche ich wahrscheinlich noch. Dip, dip, di, dip, 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 dip.
Zwei Erfolge. Drei. Ihr habt 6 Erfolge insgesamt. Das ist ganz ordentlich. Das kann man. Okay. Moment, ich habe falsch gewürfelt. Ich habe auch aus Versehen 8 gewürfelt. Ups. Darfst du gar nicht. Eben. Moskau. I want wer, to wer sollte wake noch up. Mal nicht mehr singen? Ich glaube, das okay, war ich habe keinen Erfolg. Ihr habt also 3 Erfolge insgesamt. Das ist okay. Ja, Jojo hat keine Ahnung, wie es am besten irgendwo lang geht. Industriegebiet, da kann man keine Party machen, wer soll sich da auskennen? Und Billy findet, also Billy kennt sich vermutlich da besser aus, weil sie öfter mal wegen Boris da rumgefahren ist für seinen Club und so. Irrelevant. Du findest einen guten Weg auf einer Schnellstraße, wo man sehr schnell auch durch ein paar Tunnel, was immer ganz gut ist, wegen Verfolgern, nach Chofrino kommt. Genau. Und ihr kommt auch sehr gut durch das Industriegebiet. Nun denn. Von Jojo kommt übrigens noch ein bisschen meide irgendwie das Bikes-Gebiet. Das wäre ganz cool. Wenn ich wüsste, wo Gangs in Moskau sind, dann wäre das natürlich ganz toll. Könntest du bitte mir nicht auch immer alles wegspoilern? Dankeschön. Wieso wegspoilern? Ich wusste noch nicht, was du vorhast, verdammt. Ihr habt ungefähr 10 Minuten, euch jetzt noch auf dem Weg abzusprechen. Ihr nehmt einen guten Weg und werdet da keine Probleme haben. Quatscht einfach mal noch ein bisschen, ihr kommt eh nicht also, direkt. Was ist jetzt? Entschuldigung. Nö. Ladies first, bevor ich... Na, Jojo fragt halt, also, was ist jetzt genau... Ich kann mich noch daran erinnern, dass dieser Scheißhaken geklemmt hat und dann weiß ich nichts mehr. Der Haken hat geklemmt, du hast die Birne richtig ordentlich angeschlagen. Das hat sich angehört wie die Friedensglocke, mein Mädel. Und oh cool, sehr erklärt, warum er so schlecht ist. Ja, du hast wahrscheinlich eine schöne Concussion, Gehirnerschütterung oder so, also leichte jedenfalls. Schätze ich doch mal, keine Ahnung. Auf jeden Fall musste ich dann unsere beiden Flaschenzüge benutzen, um uns runterzubringen. Und dann bin ich ins Auto gesprungen, ganz schnell, und sind losgefahren. Okay. Ich habe vielleicht noch einen Reporter getötet. Hä? Ja. Wieso denn das? Also wie? Hä? Ich, da stand ein Wachtyp rum, ich habe den von hinten auf die Birne geschossen und dann waren da 2 Reporter, die meinen Schuss gehört haben natürlich, also, und dann haben die angefangen zu filmen. Dem ersten habe ich so in die Richtung geschossen und irgendwie hat's wahrscheinlich das Auge getroffen. Hattest du normale Muni drin? Du hattest doch Gel geladen, oder? Nein, Gel, ja. Der hat Gel in die Fresse. Dann ist der bestimmt nicht tot. Weiß ich nicht, werden wir dann in den Nachrichten mitkriegen. Komm, ist alles... Billy, erstmal komm runter, okay? Komm runter. Danke, ich bin drauf, wie die Sau. Danke erstmal. Jojo. Nein, Jojo, ja, das waren keine 10 Minuten. Du hast noch deinen Rucksack auf dem Rücken. Ja. So, das bietet sich. Wie geht das denn? Na, du hast sie ins Auto reingeschmissen und bist weggefahren und sie hatte den Rucksack. Von daher glaube ich nicht, dass du gesagt hast, Mensch, ich nehme den Rucksack nochmal ab. Die hockt da wie der Klöckner von Notre Dame gerade mit dem Gesicht vorne auf dem Armaturen. Na, du hast sie vermutlich nicht angeschnallt, von daher. Oder doch. Du hast noch die Zeit. Dafür war keine Zeit. Alter, komm, ohne Scheiß, wenn du auf dem Fahrersitz einsteigst und dann mal rübergreifst eben noch und dann gut rüberziehst. Okay, du hast sie angeschnallt, aber der Rucksack ist noch da, aus folgendem Grunde. Okay, leck mich doch am Arsch, ist okay. Jojo, dich piekst etwas in den Rücken. Sehr unangenehm. Oh, scheiße, warte mal. Sie macht halt jetzt den Anschnallgurt ab. Boah, dieses Ding hat mich vorhin schon genervt, wie Sau. Was für ein Ding denn? Mich, keine Ahnung, als wir da runtergeklettert sind, wollten, da hat mich in die ganze Zeit irgendwas voll übel in den Rücken gepiekst. Das war voll nervig. Warte mal. Sie nimmt halt jetzt den Rucksack ab. Rat mal, was du findest. Weiß ich nicht. Einen Stein! Jojo, hol diesen Stein raus. Was zur Hölle ist das denn? Was ist denn das? Hast du einen Stein eingepackt? Natürlich habe ich keinen Stein eingepackt. Ich habe keinen Stein eingepackt. Wer hat diesen scheiß Stein reingetan? Keine Ahnung. Alter Falter. Können wir mal lieber und schalt mal deinen. Warte mal, ich schalte mal deinen Comlink auf Schleichfahrt und ich hatte dann noch eine Frage an den Meister OT. Sehr gern. Bezüglich Cleaning. Wir sind ja da losgestochen. Ich möchte jetzt doch eigentlich gerne nochmal meine Spuren verwichsen. Okay.
Jojo, mach den Comlink mal kurz aus. Kannst du aber nebenbei schlecht fahren. Ja, deswegen möchte ich wissen von dir, ob ich das immer noch kann, wenn wir irgendwo ankommen. Oder wenn wir jetzt quasi... Na, du hast, wie ist deine Resonanz, du hast 3 Stunden Zeit, das zu machen, von daher. Okay. Dann möchte ich trotzdem so bald wie möglich... Also Jojo, ich muss so bald wie möglich anhalten, du musst das Steuer übernehmen und ich muss was anderes machen. Jo. Das ist wichtig. Läuft. Warnung, also. Sie befinden sich auf dem Weg durch ein Industriegebiet. Ihr Auto gibt keine Identifikation an. Bitte identifizieren Sie sich. Wir machen mal eben wieder hier Auto an. Du hast einen Mark auf dem Auto. Kann ich das nicht neu starten, den ganzen Software-Scheiß? Dann müsste das doch weg sein. Das stimmt. Da hast du natürlich recht. Starte das neu. Vielen Dank. Wir wünschen eine gute Fahrt. Also was, du wolltest jetzt anhalten. Es fährt uns denn jemand hinterher? Jojo, guck nicht, dass mal, ich wüsste. Ob uns jemand folgt. Au, schlechte Kopf. Schnell. Warte, wo war ich stehen geblieben? Billy, was wollte ich sagen? Lautet, folgt uns jemand. Habe ich das gefragt? Ja. Okay, folgt uns denn jemand? Es sieht nicht so aus, als würde euch jemand folgen. Es gibt Autos auf der Straße, aber das sind entweder Busse oder LKWs, sowas in der Richtung. Okay, dann fahren wir jetzt erstmal. Dann, wenn wir einen Parkplatz haben, dann dann wechseln wir kurz und dann gucken wir mal. Von wo kommen wir denn hier nach Joffrino rein? Ich habe nämlich keinen Bock, durchs Bikes-Gebiet zu fahren, sonst kriegen wir vermutlich noch ein viel größeres Problem. Ich zeige dir die Route auf. Ja, auf der AR-Map. Okay, folgendes. Entweder Spikes-Gebiet oder direkt am Aztec-Drohnenfertigungslager vorbei. Das ist Pest oder Cholera auf gut Deutsch. Na, ja, okay. Moment, was heißt Aztec-Drohnenfertigungslager? Was wäre daran jetzt so schlimm? Wir sind ja eigentlich, wir haben mit Aztec jetzt selber... Ja doch, wir haben was mit Aztec zu tun. Soweit ich weiß, hat Billy einen Aztec-Typen in den Hinterkopf geschossen. Ja. An den Hinterkopf. Nicht in den Hinterkopf. Ja. Ja. Das ist ein Unterschied. Ja, okay. Billy hat einem Aztec-Typen an den Hinterkopf geschossen. Ich dachte, das sollte klingen wie Shadowrun, wenn es schon keins ist. Sag mal, können wir nicht irgendwie dich ein bisschen... haben wir noch kurz... Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir jetzt haben. Wir sollten schon weg, aber vielleicht irgendwie einmal umziehen oder irgendwas anderes, damit du nicht direkt erkennbar bist. Die Sin können wir... du brauchst eine Sin, ne? Du musst deine Sin ausstrahlen, scheiße. Aber deine Sin ist ja nicht gefickt, oder? Meine Sin macht keine Probleme. Ja, dann nehmen wir doch die und fahren dann bei Aztec vorbei. Ich glaube, das Bikes-Gebiet ist gerade problematischer. Weil ich habe nämlich nichts dabei und die werden uns garantiert ficken wie Sau. Gut, dann Risiko mit Aztec. Ja. Okay, wir können meine Sinn ausstrahlen. Ich glaube, der Spielleiter feiert sich gerade übelst, das ist nicht gut. Der Spielleiter sagt doch gar nichts. Sag mal, hast du ein Gespür für irgendwas? Ja, hat sie. Dammit. Ich kenne die schon zu lange, Meisterlein. Also, erklärt mir, was ihr tut. Gibt's hier sowas wie eine Raststätte oder irgendwas anderes, so mal kurz zum Anhalten oder so? Industriegebiet hat auch Star Verschicks. Also wenn ihr eh nicht an den Spikes vorbei wollt, müsst ihr ja an den Osten des Stadtgebietes, um da quasi keine Ecke reinzufahren, und da das dann an der Schnellstraße liegt oder Autobahn oder was auch immer, da gibt's eine Raststätte. Naja, wenn Spikes, dann überhaupt nur eine Ecke irgendwie, aber ja, möglichst nicht, sagen wir es mal so. Wenn es da eine Raststätte gibt... Wie ist denn das da eigentlich? Wirst du da jetzt an jeder Ecke irgendwie Sinn kontrolliert oder interessiert das da eigentlich weniger Leute? Das wäre jetzt vielleicht noch wichtig. Was sind das für ein Gebiet? A-Gebiet, B-Gebiet, C-Gebiet? Das ist ein C-Gebiet, aber es ist ein Industriegebiet. Das heißt, im Wesentlichen hast du das Ding halt, also deine Sinn halt auszustrahlen, wenn du da durchfährst, auch einfach deswegen. Und die meisten halt noch irgendwie sowas, ich fahre zum Lager X und hab Fracht X, so Lagerpapiere, ein Fuhrzeug, so ein Gedings, weil du kommst in der Nähe, nicht wirklich für euch relevant, aber in der Nähe des Zolls vorbei und so ein Scheiß. Das heißt, es wird schon erwartet, dass du deine Sins ausstrahlst. Es gibt aber keine Polizeikontrollen dort so richtig. Okay. Ist aber kein Con-Gebiet jetzt, oder? Also ich meine, es ist nicht exklusives Aztec-Gebiet, wo wir da durch müssen. Na, Starfire Shack ist auch Aztec, also insofern... Es ist extraterritorial gefickt, wo ihr vorbei müsst. Ihr fahrt nicht durch. Wir fahren nicht durch, okay. Es ist hier halb so wild, nach meiner Auffassung. Ja, sollen wir nicht vielleicht irgendwo noch kurz anhalten an so einer Raststätte oder irgendwas anderes, und dann kannst du dir irgendwie den Latex aus dem Gesicht holen und ich brauche die Sinn vielleicht noch, die Kurzzeit-Sinn jetzt, damit ich dir ausstrahlen kann, du aber ja nicht mehr.
Aber wenn die dann deine Sinn mit meiner Sinn auch irgendwie in Verbindung halten können, ich weiß nicht, ob Na, das dann zu ich weiß, paranoid ich ist hab, jetzt. ja, ich hab nur die Kurzzeitsinn, aber wir müssen irgendeine scheiß Sinn ausstrahlen da, so. Deine Sinn solltest du jetzt vielleicht nicht nehmen, möglicherweise kann man die, aber vielleicht haben wir auch Glück und ich glaube, da sind wenig Polizeikontrollen, wenn wir, also. Die haben doch unsere Sinn jetzt noch nicht als kriminell gemeldet, nur da, weil Meine ist sowieso die kriminell, wissen, oh fuck, meine Sinn ist ja sowieso kriminell, ja, scheiße. das ist das Problem eher. Zeig mal noch mal die Karte. Ich habe einen Co-Sketch aufgemacht, also wir können ja rein theoretisch mal Ach den so, ja, Meister. Entschuldigung, ich mach das. Mach mal da eine Karte rein und zeig uns mal, wo wir sind und wo wir hin müssen. Ah, ich kann auch gleich Danke, mal Junge. kurz telefonieren. Vielleicht kennen hier ein paar Leute noch einen besseren Weg. Ja, ruf mal jemand an, vielleicht, das wäre doch garantiert. Klug? Jo, oder vielleicht sogar jemand, der uns abholen kann. Wir lassen ein Auto einfach stehen. Ja, abholen. Ja, das Auto ist nicht das Problem. Ja, schon, wenn du das fahren musst. Oder jedenfalls, Ich. dass wir Geleitschutz oder so irgendwas haben. Na, hier, die Gang wird auch, wenn überhaupt, nur an den Rand fahren. Und ich glaube auch nicht, dass sie uns Geleitschutz geben. Warte. Ich brauche mal Co-Sketch-Link übrigens. Der ist im TeamSpeak. Überm Würfeln. Der Wochenendmeuchler hat einen Erfolg gewürfelt. Für was? Die Xau schon wieder irgendwas. Da oben. Hab schon. Ah, okay. Mein Firefox Okay. braucht gerade nur wieder Jahre. Schleichwerbung. Das Ding ist doch frei. Ja und? Rewe, besser leben. Brauchen wir nur den Schnitt oder was? Den Ausschnitt? Ja. Also, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Dann machst du erstmal größer. Warte mal, lass mich das mal eben. Oh, Entschuldigung. Lass mich das mal größer machen, weil ich sehe Tu. nichts. Ja, dann male ich das nochmal. Sorry. Mim. So, mach mal. Okay, nochmal. Hier seid ihr. Schwarz war jetzt Und die denkbar schlechteste Farbe zu nehmen, aber egal. Okay. halt die Fresse und da wollt ihr lang. Und Aztec hier. Ah, da sollte ich nochmal eine andere Farbe nehmen, warte. Können wir nicht auch unten lang? Durch das Gebiet der wahren Worry. Ach fuck, da war ja die Worry. Hä, Moment, bei der 2? Natürlich. Na, da ist. Die 2 ist die wahre Worry. Ja. Aber da gibt's doch noch das Gebiet, wenn du da durch diese kleine Öse durchfährst, weißt du, und da sitzt die doch nicht. Welche Öse meinst du denn? Mal Warte, doch mal. ich. Ja. Nimm blau. Dadurch. Das ist denkbar schlecht. Glaube mir, das Wieso ist denn? denkbar Er ist ja okay, schlecht. ich frag nur warum. Weil er Das eigentlich. müsste ich mir noch ausdenken. Da bräuchte ich kurz ein paar Sekunden. Das ist deswegen denkbar schlecht. Weil, pass auf, übelst einfach. Dort in der Nähe ist das Drift. So. Und dort gab es ja ein bisschen Stress mit den Spikes und den Falcons, die sich da immer mal wieder in letzter Zeit, seit, weiß ich nicht, irgendwelcher komischen Ereignisse, Jojo, Schrotflinte, da so ein bisschen angepisst haben. Und das schaukelt sich hoch. Das heißt, dort ist tatsächlich mal in Schorf, genau, was ja selten genug vorkommt, ab und zu ein bisschen Polizei. Um tatsächlich mal einen Tatort zu untersuchen. Das kommt deswegen vor, wenn da einfach vier Menschen sterben bei einer fetten Schießerei. Oder weil man so prinzipiell sagt, okay, da sind viele Rabotnik-Mitarbeiter, da sind viele andere Industriemitarbeiter. Die Konzerne verlangen von der Polizei, dass sie da mal ein bisschen für Ordnung sorgen, damit die überhaupt zur Arbeit kommen und sich nicht aus dem, also damit sie sich aus dem Haus trauen. Da willst du jetzt nicht lang. So, übrigens, wichtigste Spielleiterkompetenz ist es, sich irgendwas aus den Fingern zu ziehen, um das zu machen, was man eigentlich vorhatte, ne? Joa, Egal wie gut. unglaubwürdig das klingt. Was ist denn die blaue 2 da unten bei dem Seegebiet? Ich kann da, hab jetzt keine Legende. Na, die blaue 2 ist immer noch wahre Wori. Ah, gut. Okay, nee, bei denen sollten wir wirklich nicht lang, das ist nicht gut. Außerdem ist es durch ein D-Gebiet. Ja, ich habe immer noch keine Waffe, das ist scheiße. Außer meiner kleinen Pistole. Also, Scheiße. beste Idee wäre oben rum, da wo rot Ja. ist. Ich rufe trotzdem mal an. Ja, frag mal rum. Wessen Ding rappappelt? Ja, das überlege ich gerade. Wer kann da am ehesten? Na, Vlad stellt wieder zu viele Fragen. Alex stellt auch zu viele Fragen, glaube ich. Ja, dann muss der straffällig gewordene mal herhalten. Dr. Ketchup quasi. Ja, Dr. Ketchup. Es ist spät. Früh.
1. Es ist früh, du hast recht. So, so, wobei es geht, also so geht 2 Uhr oder so müsste es sein. 1. Vierer Loyalität, oder? Hatten wir nie so richtig festgelegt. Was hast du bei der Gang für eine Loyalität? Bei der Gang hatte ich eine 3 insgesamt. Mehr also wolltest 4. Du mir nicht geben, okay. Okay. Ja, war, Ich störe, oder? Ich sage, ja, hey, war, das ist doch eine normale Begrüßung. Gut, pass mal auf. Sag mir mal, wie ich aus, wie heißt das Ding jetzt? Bergovoi, ne? Bergovoi, am besten irgendwo in ein Gebiet komme, wo die Bullen mich nicht nerven. Ich bin gerade hier. Idee 1 wäre jetzt obenrum bei Aztec vorbei. Machen die da gerade irgendwo Stress oder kommt man da durch? Na, das Beste ist, du kneifst die Eier zusammen und fährst durchs Spikes-Gebiet. Wenn du einen überfährst, habe ich nichts dagegen. Alles klar. Also ich meine, weiß nicht, Aztec macht da nicht so viel Stress, aber ist halt, keine Ahnung. Also ich würde sagen, kneif die Eier zusammen, aber... Gut, Spikes sagt also. Du hast doch eine Schrotflinte. Die habe ich aber nicht dabei. Nee, ich weiß halt nicht, was da oben bei Aztec läuft, da fahre ich nicht lang. Okay, also Spike sagst du es klüger, gut. Ja, das würde ich machen, mein Gott. Gut, dann adios. Sie legt auf. Okay, Ansage war, Spikes ist klüger. Oh oh. Ich lade meine Hammerli bei der Way nach, auch wenn da nur Gel drin ist. Na, sagt er halt, er weiß nicht genau, was da oben bei Aztec los ist und Spikes, keine Ahnung, weiß ich nicht, sagt er halt, die würden da eher mal durchführen, die sind auch anders drauf. sehen, passt schon, kriegen wir hin. Irgendwie. Dann sind wir auf jeden Fall schneller hier raus. Deine Zuversicht will ich mal haben, okay. Naja, mal gucken, hä? Warte, ich muss noch umladen. Nee, hab ich geladen? Nee, ich hab richtig geladen. Ha, auffüllen, ja. Magazin, auffüllen. Gut. Dann Brummeli, Brummeli, Brummeli. Bär. Oh Gott, er Oder. Freut sich schon. Hast du es gehört? Ich habe mich über den Brummeli-Bär gefreut. Ja. Den Brummeli-SM-Bär. Okay. Brummeli-Porn, ob das so heißt? Natürlich heißt das Brummeli-Porn, den kennt man doch. Gib doch mal Brummeli-Porn ein und da kommt bestimmt 10.000 Treffer. Das werde ich jetzt tun. Das dachte ich nicht. Viel Spaß mit den Viren. also für die Zuschauer auch gern Brummeli-Porn googeln, Macht bitte vorher Avira oder sowas aus. Ha, was wollte ich denn? Ihr fahrt durchs Spikes-Gebiet und ihr haltet ja jetzt... Ach genau, und ihr haltet ja vorher nicht mehr an, ne? Doch, wir hatten doch gesagt, wir halten an und Jojo fährt. Naja, okay, hattet ihr jetzt... ihr habt angehalten, weil ihr nicht wusstet, ob ihr euch umkleiden müsst und so. Und für den Anruf. Jo. Okay, gut. Also. Und Jojo fährt weiter. Und ich kümmere mich dann, wenn du mir sagst, um den anderen Scheiß. Um welchen anderen Scheiß, hä? Cleaner! Achso, ja, okay. Achso, warte mal, während Jojo telefoniert hat, kannst du es gemacht haben, wenn du das möchtest. Okay, soll ich dann würfeln wahrscheinlich? Musst du nicht zwingend. Es wird Folgendes passieren. Du gehst dahin und sagst, yo, ich mach meine Marks kaputt, ich mach das entweder Brute Force oder ich mach das Sneaky-Sneaky. Ich denke, du machst das Sneaky-Sneaky. Und dann hast du das gemacht, weil das nicht so schwer ist. Und dann ist das kein Ding. Ich meine, der Typ ist vermutlich eh noch nicht wieder online. Es kommt vielleicht eine andere Spinne nach, aber die hat ganz, ganz andere Sachen gerade zu tun und deswegen. Und die sehen ja auch per se deine Technomancer-Sachen nicht. Das heißt, die sehen, haben da echt nicht das Auge für. Du machst es weg, easy. Gut. Während, also Jojo hat dann aufgelegt und ihr wollt weiterfahren. Könnt ihr aber nicht. Weil. Vor. Eurem Auto ein ja, ich muss das jetzt kurz überdenken, ja, ein aus den Bäumen, ja, da gibt es keine Bäume, was ist das hier für eine Scheiße, also hinter Raststätte, ne, da hast du so Klos, da hast du so einen kleinen Einkaufsdingens da hier, ne, Raststätte halt, da ist so ein schönes Neonschild und dahinter springt ein leicht glimmeriges, leicht durchscheinendes Wesen hervor. Und mit klein meine ich ungefähr, es ist halb so groß wie euer Auto. Es sieht tierisch aus, man könnte denken, Großkatzen ähnlich, mit Reißzähnen und Klauen und was dazugehört, alles drum und dran. Und als es vor euch auf dem Boden Asphalter landet, hinterlässt es auch doch schon so ein paar Risse im Asphalt.
Versuchst du jetzt gerade lustig zu sein oder so? Nee, versuche ich nicht. Es sieht, Emotionen sind so eine Sache bei Tieren, ne? Es reißt zumindest sein Maul auf und ein markerschütterndes, bösartiges Geräusch des Gebrülls erklingt. Na, Emotionen bei Tieren ist schon möglich, denke ich. Auch die können sich wohlfühlen oder aggressiv sein. Ja, aber ich finde das immer so, wenn Leute ihren Katzen immer sagen, oh, guck, wie sie sich freut, das finde ich immer Schwachsinn. Aber ich meine, das Vieh sieht aggressiv aus, du hast recht. Wie, du? Ich sag das immer. Ja, du sagst das immer. Ich finde es trotzdem immer komisch. Das ist eine Katze. Die denkt nur auf Fressen, Ficken, Pennen und Leute ärgern. Okay, anyways. Also wir haben jetzt gerade irgendeinen Säbelzahntiger vor der Kühlerhaube. Säbelzahntiger würde ich nicht sagen, aber es ist schon eine Großkatze bösartig. Und groß ist es halt, ne? Fuck. What? Das ist das Einzige, was gerade von Jojo kommt. Von Billy kommt nur Aber nicht das Gute. Oh, ich brauche mal kurz eine Sekunde. So, ich brauche nämlich dieses Buch. Scheiße. Wir können nicht über das Ding drüber fahren, ne? Weil dann ist dein Auto kaputt, oder? Ich weiß es nicht. Du kannst probieren. Es ist durchscheinend. Ich will nicht schießen. Durch das geschlossene Auto? Okay. Hi, Vieh. Ich kann versuchen, langsam rückwärts zu fahren. Ist das vor oder hinter meinem Auto? Vor. Ich kann versuchen, mal ganz langsam rückwärts zu fahren. Also, tust du das oder kannst du das versuchen? Nee, sie versucht es. Jojo hat auch Angst. Ihre Hände zittern ein wenig und, fuck. Gut. Fuck. Was macht das Vieh? Wenn du langsam rückwärts fährst, springt das Ding auf deine Motorhaube und versucht, eine Klaue durch das Metall zu brechen. Ich werde dir gleich sagen, ob das gelingen wird. Du kannst mal die Panzerung deines Autos würfeln plus Buddy. Panik! Ich habe Angst. Ich auch. Ich suche gerade den Panzerungswert meines blöden, verfickten Autos. Oh, ich hasse diesen Technik-Scheiß. Hat der Spieler da gerade wieder verstanden, was, muss er wieder dran erinnert werden, was Drama heißt und was nicht? Ich habe auch. Ihr seid auf der Flucht, lasst doch mal ein bisschen die Klöten hängen jetzt. Wir sind doch nur aufgeregt, freu dich doch, dass wir so drauf anspringen, Mensch. Ich bin auch total baff, dass wir ein erwachtes Wesen oder irgendein abgefahrenes Wesen jetzt gerade da haben. Das finde ich toll. Muss ich Rumpf und Panzerung oder nur Panzerung würfeln? Beides. Zusammen, ja? Alles klar. Ja, bitte. PB0. 2. Ich habe 2 Erfolge für mein Auto. Okay, wie viel Body hat das Ding? Mein Auto hat Rumpf 10. 10, das ist natürlich ganz ordentlich. Warte. Okay, es versenkt die Klaue in deiner Motorhaube. Du bekommst ein paar Statusmeldungen von wegen, überprüfen Sie mal bitte irgendwie den Zustand Ihres Fahrzeugs, es scheint da Probleme zu geben. Kühlflüssigkeit tritt jetzt aus. Nicht Kühlflüssigkeit, Quatsch. Scheibenwischerflüssigkeit. Also noch nichts Schlimmes. Das kann man alles reparieren. Doch. Aber es hat einfach mit einer Klaue durch das Ding durchgehackt. Ja, Jojo, doch, sie hat ziemlich Angst. Sie schreit gerade ganz kurz mal auf, so ein bisschen, weil sie sich erschrocken hat. Billy ist einfach nur am Schreien. Können wir das bitte im Hintergrund einfach nur einspielen? Nee. Eher so. Jojo drückt gerade aufs Gas rückwärts, damit das Vieh vielleicht runterfällt, wenn da gerade kein Auto ist. Okay, du haust volle Gas rückwärts. Das Vieh purzelt tatsächlich vom Auto, landet dann nach einer Rolle so auf allen Vieren und springt wieder auf euch zu. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, weil du ein ganzes Stück rückwärts gefahren bist. Wenn ich schießen will, muss ich das Fenster runterkurbeln, ne? Sieh. Aus einem sich bewegenden Fahrzeug schießen, minus auf ein sich bewegendes Ziel, minus 2. Ich will einfach nur wieder ein Magazin in die Richtung fliegen, dann treffe ich das Auge. Ein scheiß Ladestreifen habe ich noch für die Hammer, den kann ich jetzt noch direkt in die Richtung. Ja, eine warte, komplette Salve. Das wäre eine Salve. Hast du Rückstoßkompensation? Jo, ich habe ein Gasventil dran. Sehr gut, dann würfel einfach mal und du kriegst, wie gesagt, plus 2 durch Smartlink, minus 2 wegen Dings und damit sind das 0. Minus 1 für meinen Schaden, den ich habe. Minus 1 für den Schaden, Verzeihung. Also, was habe ich denn? Warte mal. Pistolen habe ich auf 2, Geschicklichkeit 6, wären 8 normalerweise, also 7. Du hast Geschick 6? Entschuldigung, das war Charisma 6. Ich habe Geschick 4. Ne? Ja, ich würfel mit Charisma die Ausstrahlung, befördert meine Kugel einfach 4. Direkt ins Ziel. Nee, ich hauch so einen Kuss hinterher, hinter der Kugel. Mua.
Also auf jeder Kugel befindet sich ein eigens von dir produzierter Lippenstiftabdruck. Richtig. Awesome. Ich mache keine Kerben in die Kugeln rein, in die Patronen. Ich mache ein Küsschen drauf. Mit durchschlagendem Erfolg. Achtung, jetzt drück mal die Daumen. Ein verfickter Erfolg. Gut, du schießt 3 Kugeln auf das euch entgegenkommende Wesen. Du triffst auch im Schulterbereich und dein Gel zerplatscht einfach nur 5 Zentimeter, bevor es das Ding trifft in der Luft. Das passiert normalerweise nicht bei einem ganz normalen Säbelzahntiger. Und ja, bei einem ganz normalen Säbelzahntiger, ne? und ja, für mich ist es ein Säbelzahntiger, so. Bleh. Okay, überlegen, was könnt ihr über Magie wissen? Also, nichts. Es über leuchtet Magie, grün. Über Magie wisst ihr nichts. So, aber ich meine, erwachte Tierformen gibt es auch in der Stadt. Und eigentlich sollte man erwachte Tierformen, kann man töten. Das Ding irgendwie scheint bisher nicht so einfach. Außerdem hast du gesagt, dass es durchscheint. So leicht durchscheint, ja, das habe ich gesagt. Ja, das ist kein Vieh. Das kann auch Billy nicht wissen. Stimmt, Jojo auch nicht. Ich Na, vielleicht auch tun. Nicht. Fahr bloß nicht gegen das Ding, fahr da bloß nicht gegen. Sonst Jojo tritt aufs Gas. Rückwärts aber. Nach hinten aber. Immer noch, ich meine, du hast nach hinten nicht mehr umschalten. Richtig viel Platz. Sie schaltet nach vorwärts und, Machen wir eine Fahrzeugprobe, -1, komm. -1 plus, nee, hab ich noch minus, nee, ich hab nicht -1, ha. Nee. Mit Reaktion, ne? Na, aber natürlich. Nein, Charisma. Sie redet dem Auto gut zu. Hallo, du Süßer. Fahr mal Auto, du bist schon sehr geil. Hallo, du Süßer, komm, sei mal brav. Fahr mal vorwärts. Yay. Das bringt mir immerhin einen Erfolg. Das ist episch. Gut. Ich mag das neue Würfeltool. Ich auch. Du fährst rückwärts, so du lenkst ein, um wieder, ich nehme an, auf die Schnellstraße zu kommen, ne? Ja. Und fährst dann vorwärts, gibst volle Kanne Gas, das Ding passt seine Laufrichtung an und schlägt jetzt durch die Scheibe, leider nur die für die Rücksitz, also die hintere Seitenscheibe auf Billys Seite und schlägt da einfach mal durch. Natürlich auf Billys Seite, wo sonst? Ich krieg wieder auf die Fresse. Hallo, es ist ja noch hinter dir. Du fährst dann los und es möchte ungern mitgezogen werden, weswegen es seine Klaue da auch wieder rausreißt. Du gibst Gas. Fährst auf die Schnellstraße, das Ding rennt dir nicht hinterher, es bleibt stehen und zerfällt in unendlich viele kleine Teile, die dann von so einem Art grün-gelblichen Wind mitgenommen werden in eure Richtung. Der Wind ist, weiß ich nicht, 50 mal so schnell wie du in deinem Auto. Und somit enden die White Russians. Ja, Gas, vorwärts, man bildet sich ja vielleicht trotzdem immer noch ein, man könnte irgendwas machen. Nein, man bildet sich nicht ein, dass man sonst was machen könnte, nehme ich an. Richtig. Gut, du fährst volle Kanne vorwärts. Dieses Geschissel da fliegt in läppischen... Natürlich, in läppischen, weiß ich nicht, 120 Metern. Geschätzt, vor dir auf die Straße und das Ding materialisiert sich wieder. Ich trete auf die Bremse. Gut. Du kommst zum Stehen. Mit Bremsweg. Ich habe eine Vollbremsung gemacht. Ich hoffe, ihr wart angegurtet. Das habe ich vorhin schon gesagt, dass wir angegurtet sind. Ihr wart angegurtet, natürlich. Aber ich meine, Safety first. Richtig. Darf ich mal ganz kurz was zu dem Thema sagen, weil zum Beispiel in Today, also sprich heutzutage, hat man ja schon bei vielen amerikanischen Autos diese, wenn du die Tür zumachst, schnallst du dich automatisch an. Das ist ja eine automatische Vorrichtung, ich glaube 2080 Richt? In solchen. Es natürlich kennst du die nicht. Ja, natürlich. Die Halterungen für den Gurt, für den Dreipunktgurt, sind so angelegt, dass wenn du die Tür aufmachst, der Gurt sich nach vorne bewegt in Richtung Fahrerscheibe, also sprich Frontscheibe. Und wenn du die Tür zuziehst, dann bewegt sich dieser Mechanismus oben an der Säule quasi entlang zur B-Säule zurück und somit bist du angeschnallt in jedem Fall. Geil. Ja, klar seid ihr angeschnallt, aber das finde ich ein cooles System. Ja, das habt ihr. Das ist sehr schön. Gut, Vollbremsung. Quietsch. Das Vieh scheint zu warten. Tür auf Magazin in das Vieh entladen. Gut. Irgendwie glaube ich, das will uns aber nichts Böses, habe ich so das Gefühl. Das mag ich habe das Auto Gefühl nicht, das hat mein Auto zerstört. Das mag nur dein Auto gerne spielen, das ist alles. Sekunde.
Es hat die Zähne gefletscht und böse Dinge gemacht und irgendwas getan. Ja, es ist mir egal, ob es was Böses will. Ich glaube, es will was Böses. Fertig. Du hast eine Sichtvergrößerung, ne? Ich habe eine Sichtvergrößerung, ja. Dann hau rein. Abzügen? Das ist doch gar nichts. Das ist doch wie mit einem Pitbull auf dem Kinderspielplatz. Der mag nur spielen. Der möchte überhaupt nichts. Aber der hat Blut und irgendwie so ein Haargummi von dem Mädchen zwischen den Zähnen. Der hat gespielt. Das war nur sein Spieltrieb ausgelebt, Mensch. Boah, na Vollkatze. Junge, Junge, Junge. Schön. Puff. Auch mit richtiger Muni? Natürlich auch mit richtiger Muni. Ja, ich hätte es wissen müssen, Scheißgeister. Ja, der Geist kommt auf dich zugesprintet. Und für Billy. Also, der Geist findet es wenig erfreulich, dass er versucht, ihm irgendwie zu schaden. Zwar scheint er davon nichts zu merken, aber dennoch... die aggressive Handlung. Ja, er kommt auf Jojo zugerannt. Auf Jojos Seite diesmal, nicht auf Billys Seite. Und Jojo kriegt Panik. Ja, schon die ganze Zeit, aber jetzt halt noch ein bisschen mehr. Akira-Aktion! Ich glaube, das wird eher eine Harakiri-Aktion, aber könnte, hab ich was weiß ich nicht. Jojo fängt an, es sieht aus, als würde sie vibrieren, und zwar in so einer Frequenz, dass sie so leicht verschwimmt. Ja, ja, natürlich. Sie mach mal den Rato geladen auf. Und da ist einfach nur alles zu spät. Nein. Ich weiß doch, was du denkst. Spielleiter, du zerstörst alles. Es tut mir doch leid, wenn er anfängt zu lachen. Nein. Also wie als würde sie unheimlich schnell vibrieren und so ein bisschen verschwimmen. Also wenn sie sich jetzt so ein bisschen bewegt, was man ja in Panik macht, man zittert ja und was weiß ich, dann ist das echt wie so ein Ding. Habe ich ein Lichtschwert? Ich will ein Lichtschwert. Du hast kein Lichtschwert. Ich will jetzt ein Lichtschwert. Aber als das Ding weiter auf Jojo zu rennt und auch wirklich bösartig aussieht jetzt, löst sich wie so ein Teil von Jojo, nämlich so, also es ist tatsächlich bunt, so eine geisterförmige Gestalt, maßgeblich in Rottönen, sehr adäquat, doch könnte man sich ins Zimmer stellen, sehr schön, auch lavalampenmäßig perfekt geeignet, löst sich, blub. Es macht nicht blub, es knallt eher in dem Moment, und zwar sehr laut, als das passiert, und hinten, wo die Scheibe ein bisschen eingerissen ist von dem Ding, fliegen auch so ein paar Dinger weg. Deine Haare drückt es, also die fliegen gegen das Fenster, es ist sehr unangenehm. Und dieses losgelöste Geisterding von Jojo rennt auf das Vieh zu, springt nach oben, so hoch wie Jojo es nicht könnte, springt auf dem Rücken und bricht ihm das Genick. Dann verschwindet es. Jojo. Au. Du wieder sehr viel Au. Ich glaube, ich brauche eine Selbstbeherrschungsprobe. Ich glaube, Billy fällt in Ohnmacht. Mach mal. Aber bevor du jetzt in Ohnmacht fallen möchtest, Jojo... Das Vieh hat sich von dir losgelöst. Das heißt, ein paar kleinere Hautlappen über den ganzen Körper verteilt haben sich mitgelöst und hängen jetzt so an deinem Körper runter. Das ist mehr als schmerzhaft, ja. Wie viel Schaden hat's mir denn jetzt reingedrückt? Schreibe ich dir gleich. Gut. Blut überall. Ist das dein einer Erfolg des auf Selbstbeherrschung? Warte, ich habe nicht gewürfelt bis jetzt. Ach so. Ich wollte mal wieder gucken, was Selbstbeherrschung bei mir war. Weiß ich nämlich nicht. Willenskraft und Charisma. Oh, das ist ja viel. Dann 10 immerhin. Minus 1 wegen 9. Aua. Ja, weiß ich doch. Ich weiß doch, dass ihr versucht, mich zu bescheißen. Jupp, Billy fällt um. 0 Erfolge. Also wahrscheinlich übergibt sie sich erstmal, dann fällt sie um. Jojo, aua, aua, oh Gott, meine Haut, du hörst, boah, Billy kotzt und legt sich dann entspannt schlafen. Das schöne Kokskotzen, vor allem nachdem du den ganzen Tag nichts gegessen hast, das ist wunderbar. Cool. Ach, schön. Jo, au, Gas, fahren, Angst, weg, Schmerzen, raus, runter von der Straße. Brumli, 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 bär, porn. Ja, du fährst durch das Spikes-Gebiet jetzt? Ja. War ja der Plan, okay. Ein Spike begegnet dir auf dem ganzen Scheißweg. Dieser eine Spike macht Anstalten irgendwie, dass sich das Auto näher anzusehen. Es ist ja ziemlich kaputt und er scheint zu überlegen, ob er jetzt richtig Bock hat, da was zu machen. Allerdings, ist er nicht Gunfist. Allerdings sieht er halt so kurz den Fahrer,
Denn das Fenster ist noch runtergekurbelt, du warst viel zu panisch, um es runterzumachen, hast ja geschossen, bla bla. Und als er dich sieht, scheint er plötzlich keinen Bock mehr zu haben, irgendetwas zu tun, außer wegzurennen. Das ist sehr klug von ihm. Wo willst du genau, Joffrey, noch hin? Erstmal raus aus dem Spikes-Gebiet und irgendwo hin, wo man anhalten kann, ohne direkt von den Bullen genervt zu werden. Da gibt es reichlich Plätze. Ich nehme an, es ist kein Falcon-Ding. Nee, gerade nicht. Gut. Dann viel Spaß, Düst. Du wachst auf, wann du willst. Und ihr beide habt jetzt erstmal Zeit. Ich bin kurz auf K. Ja, ich denke mal, Jojo wird sie versuchen, irgendwann aufzuwecken. Ja, Jojo ist erstmal damit beschäftigt, irgendwie mit der Welt klarzukommen. Ach, ist er das jetzt? Nicht nur Jojo, denke ich. Aber die schläft dann quasi momentan erstmal. Ah, scheiße. Jojo macht sich irgendwie, glaube ich, auf die Suche nach einem Verbandskasten. Ja, das solltest du ja im Auto haben, oder? Was derartiges. Nach Straßenverkehrsordnung musst du ja immer ein Warndreieck und eine Weste und einen Verbandskasten dabei haben. Ja, Jojo, sie sucht einen Verbandskasten, sie weckt dann aber auch irgendwann, also versucht zumindest mal Billy aufzuwecken. Also ihre Kleidung ist mittlerweile vermutlich blutdurchtränkt. Zumindest hat der Spielleiter mir sowas mitgeteilt. Nice. Und ihr hängt nicht nur Latex aus dem Gesicht. Ich weiß nicht, wo das überall ist. Wenn sich der Haut abgelöst hat, ne? Nee, warte, Spielleiter schreibt Oberkörper. Ah. Und Beine und Arme und so. Gesicht wohl weniger. Schick. Also hat sie richtig was reingelöst. Ja, das siehst du aber noch nicht, glaube ich, weil das unter der Kleidung ist. Es blutet nur einfach. Sag mir bitte, dass ich das gerade alles geträumt habe. Sag mir bitte, dass ich im Rausch bin. Kannst du mir ganz kurz helfen, bitte? Ich versuch's. Was ist denn passiert? Ich weiß es nicht. Wie, was? Wo ist denn das Vieh? Weg. Okay, gib mir mal das Zeug her, dann verbinde ich dich. Das wäre echt... Zieh mir deinen Top aus. Cool. What the fuck? Wir müssen dich zum Arzt bringen. Und zwar ganz schnell. Wie können wir zu deiner Tante? Wie heißt sie denn gleich wieder? Olga, meinst du? Olga, genau. Weiß ich nicht, muss ich gleich mal anrufen oder fragen oder wie auch immer. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wie weit wir, ob wir vom Doktor weiter weg sind, also vom Ivanovic oder von Olga weiter weg sind. Ich weiß es gerade nicht. Hier sollte uns aber erstmal keiner nerven. Nee, wir müssen dich zum Arzt bringen. Guck dich doch mal an, verdammt. Ja, es wäre nur nett, wenn du wenigstens irgendwas... Ja, natürlich. Jetzt, bitte. Du kriegst am Ende noch eine Hautinfektion oder so irgendwas. Ich mache ja schon, aber... Soll ich mit dem Sprühkleber wieder festmachen? Nee, besser nicht. Also Billy verbindet dich natürlich jetzt soweit sie es kann. Boah, sehe ich eklig und aus. Du siehst aus wie eine Mumie jetzt vor allem. Und auch mit der Haut. Fuck. Was ist da gerade passiert? Billy, ich habe keine Ahnung. Irgendein Vieh wollte uns voll zerlegen. Ja, das weiß ich. Und dann... Oh mein Gott, was ist mit dir dann passiert? Was hast du gemacht? Wenn ich das wüsste, dann hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Scheiße. Setz dich mal besser jetzt wieder ins Auto hin. Die sitzt die ganze Zeit. Die ist nicht groß aufgestanden. Na, wenn ich dich verbinde, muss sie ja aufstehen, Mädel. Ist aus dem Auto raus. Naja. Yay, einmal Chip, die ist auf der Straße. Ist mir doch scheißegal, jetzt erstmal. Okay, ich glaube, du darfst sowieso mal Erste Hilfe würfeln. Oh. Ja, bitte. Minus deinen Schaden. Ich habe keine Erste Hilfe, mein Freund. Dann Logik minus 1, minus deinen Schaden. du kannst. Vielleicht besser nichts. Du kannst auch Folgendes tun. Wenn minus, du sagst, das ist 2. Du willst nur das Desinfektionsspray nehmen und absprühen und drüber dingsen und dann abbinden, damit du keinen Patzer hast, dann ist das okay. Das sind null Erfolge zwar, aber was du gesagt hast mit Verbinden. Das ist ein kritischer Patzer, mein Freund. 1 plus 2. Komm, bei 2 Würfeln kannst du keinen kritischen Patzer machen. Es ist ja Schwachsinn. Also, wie gesagt, ich habe schon eben, als du noch AFK warst, gesagt, wir müssen jetzt zum Doktor. Die Frage ist, welcher Doktor näher ist, der Ivanovic oder die Olga? Du hast da so einen kritischen Patzer. Ich habe keinen kritischen Patzer. 1 plus 2 ist kein kritischer Patzer. Was, ich reiß Jojo die Haut runter oder was? Okay, lass mich das kurz durchdenken. Möchtest du Edge einsetzen? Du hast keins mehr, ne? Ich habe keins mehr.
Gut. Soll ich noch ein bisschen die Ruhe auskosten? Okay, jetzt passiert Folgendes. Sprüh, sprüh, sprüh. Verband, Verband, Verband. Plötzlich, da kann Billy überhaupt nichts für, das sag ich dir gleich. Das ist alles Jojos Schuld. Plötzlich taucht nochmal diese geisterhafte, komische Gestalt auf. Ne? Von Jojo. Mit dem Kopf von dem anderen geisterhaften Ding, den es offenbar noch abgerissen hat, in der Hand und lässt ihn vor Jojos Füße fallen. Dann verschwindet es. Der Kopf verwandelt sich zu einem Haufen Gestrüpp, so geäste, dornenmäßig, Blattwerk mit zwei... Es sind keine Edelsteine, aber es sind so amethystmäßig, ne? Also so schon lilaner Stein und sowas, wo offenbar die Augen waren. Und die Dornen von dem Zeug haben offenbar die Zähne dargestellt. Zu einem Haufen Scheiße, also verwandelt sich das. Dementsprechend, natürlich, erschrecken sich beide. Deswegen wird Billy so ein bisschen Haut während des Erschreckens doch nochmal in der Hand haben. Ich kotze dann halt nochmal jetzt quasi und scheiß mir wahrscheinlich noch dazu die Hosen, als diese Geistergestalt aufgetaucht sind. Braune Ton. Nee, ich habe ja nichts gegessen, da kann er gar nichts brauchen. Achso, hast du ein Glück und wenn, wären es Rosen. Ja, natürlich. Noch mehr Gestrüpp, Elfen sind alle magisch, hier ist der Beweis. Fäkalbakterien, das ist hervorragend bei offenen Verletzungen. Vor allem der Haut. Jojo schreit noch mal ein bisschen kurz auf, das tut wahrscheinlich sehr weh. Was? Haut abreißen? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Reden wir jetzt über so einen Quadratmeter Haut, den wir ich abgerissen habe? Über... So ein Stückchen Nagelfleisch. Na, wir reden über so eine halbe Handfläche, männliche halbe Handfläche. Schön. Ich habe kleine Hände. Darunter ist jetzt offenes Fleisch, ja? Natürlich ist darunter offenes Fleisch. Also ich, außer du sagst mir, Jojo besteht aus Watte. Nee, aus Smarties. Smarties kullern zu Boden. Viele, viele bunte Smarties. Aber das ist wieder okay, oder was? Aber Firefox nicht. Ich habe ja auch nichts gesagt. Ich habe nur Schleichwerbung gesagt. Das war alles. Okay. Die White Russian Spiel mit Firefox. Gut. Okay. Zu welchem Doktor jetzt? Also Olga ist näher, das ist klar. Olga ist näher. Dann fahren wir jetzt einfach los zu Olga. Also Billy fährt wieder. Ich meine, immer noch in erklecklicher Entfernung. Ich möchte darauf hinweisen, es gibt noch eine Art, nicht Doc, aber Mensch, der hier behilflich sein kann bei Flummis Connection-Liste, der extrem nah dran ist. Ich meine, du weißt nie genau, wo er ist, aber ja. Ja, bitte. Jojo, oh Gott, die ist fast tot, die hat 7 von 9 Kästchen durch jetzt. Liebe Zuhörer, freut euch mal, es ist nicht Billy, die irgendwie die Milzen entfernt kriegt. Pass auf, du kriegst heute eine Fanta, wenn ich so weitermache. Echt, ich habe ja. Meine Herren. Jojo, der lässt sich irgendwie wieder auf diesen Sitz fallen, mitstehen wird langsam schwierig. Leg dich hin, Kind. Leg dich hinten auf die Rückbank, ich fahr. Wo fahren wir denn hin? Da vorne, irgendwo links, glaube ich, fahren wir geradeaus und dann. Gib mir mal die Straßennamen. Ich weiß nicht, ich weiß nur ein Gebiet. Okay. Ja, ich lass mich halt von Jojo dahin dirigieren. Ja, sie versucht's. Sie möchte gerne zu Angie. Ja, Sekunde. Ihr fahrt, das Gebiet ist typisch Schaufgenau, also typisch schlechtes Schaufgenau, ist nicht so schön. Allerdings, was man in dem kleinen Viertel bemerkt ist, also hauptsächlich Billy wird das bemerken, Jojo wird's wissen, den Leuten geht es allen nicht gut und so weiter. Aber zum einen helfen die Falcons zum Teil aus, zum anderen scheint aus irgendeinem Grund dort nicht dieses, boah geil, da kommt eine angeschlagene Karre mit Leuten drin, die aussehen, als könnte ich sie abziehen, also mache ich das auch, sondern die scheinen eher, ich helfe denen nicht, aber ich muss ihnen auch nichts Schlechtes tun. So wirkt es dort. Also ich fühle mich nicht ganz so in Gefahr, auf gut Deutsch. Also eigentlich halt, gar nicht. Die werden dir nicht helfen, aber die sehen auch nicht aus, als würden sie dich unbedingt platt machen wollen. Ja, aber das ist ja genau das, was ich momentan brauche. Ich möchte überhaupt nicht, dass irgendjemand... Also ich möchte keine Aufmerksamkeit erregen. Das ist ja genau, was ich brauche. Naja, Aufmerksamkeit erregt ihr schon. Ihr seid in einer übelsterwollten Cover mit einem halbtoten Ding und du bist voll gekotzt, also... Nö, ich habe nur ihr Auto voll gemacht. Das war alles. Okay, deine Schuhe haben was abgekriegt. Das muss ich dir leider, also... Meine Ballerina! Nee, ich habe ja keine Ballerina dran gehabt. Und du bist ein bisschen blutverschmiert an den Händen und so an Ärmeln. Okay, da kommt ihr an.
wie gesagt, ja, bla, hier, ne, abgefuckt, Neon, Tod, Verderben, Gedärm, niemand, der aussieht, als wäre er irgendwie in der Lage, Jojo irgendwie zu helfen. Was wollen wir hier, Jojo? Wo wollen wir denn hin? Zu wem? Zu Angie. Eine Nummer, irgendwas, den ich anrufen kann? Der hat keinen Comlink. Wie, der hat keinen... Was? Okay, und wo muss ich dann hin? Ich weiß es nicht genau. Meinst du, die Leute wissen, kennen den hier in der Gegend oder was? Kann ich da jemanden fragen? Ja, die Leute kennen ihn. Okay, nächsten Passanten, der irgendwie da zu sehen ist um 2 Uhr nachts auf der Straße, lieber Esel, spreche ich an und frage ihn nach Angie. Dieser Passant nimmt gerade eine selbstgebaute Falle für Teufelsratten vom Boden auf. Es ist keine Falle, die die Viecher erlegt, sondern tatsächlich fängt. Gefertigt aus Altmetall und so weiter, Plastik, irgendwas und einem Köder. Es ist ein Mann, so in seinen 30ern, der aussieht, als wäre er in den 50ern. Es ist ein Troll. Oh, oh. Die Hörner sind so widdermäßig, das eine ist abgebrochen. Die Hauer sehen auch aus, als würden sie jeden Moment ausfallen. Eine fette Narbe, die aussieht, als hätten ihm versucht, Teufelsratten im Schlaf aufzufressen. Also so eher mehrere Narben im Gesicht. Genau, der sich dann halt runterbeugt, als du anhältst und irgendwie runterkurbelst. Hier, hör zu, ich such nach Angie. Dringend. Möchtest du dir 20 Nüden verdienen? Was soll ich damit? Also was fressen? Ich hol dir was zu essen. Sobald ich die Kleine weggebracht habe. Sag mir einfach nur, wo Angie ist. Ich verspreche dir, ich komme zurück. Ja, komm mit. Okay. Wohin? Er läuft voran. Ich bin im Auto unterwegs. Wie weit ist es denn? Keine Ahnung, muss ich halt, er hält die Teufelsratten hoch, sie gehen in eine Richtung des Käfigs, wie als würden sie irgendwie, als wäre da eine gewaltige Stinkbombe an der einen Seite und sie würden halt davon flüchten wollen, und er geht jetzt in die entgegengesetzte Richtung. Das Gebiet, du kannst da eh nicht so schnell fahren und Trolle können recht schnell laufen, das heißt, du wärst nicht viel schneller, wenn er dir nur sagen könnte, wo es ist. Okay, also vollgeschrieben, Schritttempo. Ja. Er geht halt ein Stück und kommt irgendwann bei einem Hochhaus, bei einem Wohngebäude raus, was wohl auch einen Unterbau hatte, also ein größeres Kellerdings, wo noch viele Menschen leben konnten, was so ein, es ist nicht der schiefe Turm von Pisa, aber es ist auch nicht besonders stabil und schön. Hat wohl auch mal gebrannt, da sieht man schon am Äußeren wieder die Balkone, die es da wohl mal gab. A, entweder zum Teil abgebrochen sind und B, so schön schwarz und vergammelt und genau die richtige Sepsis-Umgebung für alle. Scheiße. Dort bleibt er stehen, guckt auf die Teufelsratten, die mehr als panisch wirken und versuchen, von diesem Gebäude wegzukommen. Bleibt dann stehen, dreht sich zu dir um. Jo, da drin. Bring die dir mal. So, ja. Kannst du mir helfen, die zu tragen? Oder, warte mal, denke ich, dass das eine gute Idee ist, die tragen zu lassen in dem Zustand, in dem sie ist? Jojo, kannst du sagen, laufen? Sagen wir es mal so, es ist nicht eine schlechtere Idee, als sie selbst zu tragen. Und sie kann laufen, sie müsste aber auf jeden Fall wieder gestützt werden. Ja, okay, dann stütze ich sie und bring sie da rein. Finde ich dich nachher wieder hier, Kollege? Ja, ich warte hier. Okay. Danke. Liegt irgendwas zu essen in... Liegt irgendwas zu essen in Jojos Auto rum zufällig? Ja, das ist Jojo, die hat immer was zu essen. Also Marshmallows hat sie wohl immer, einen kalten Burger und... Oh, du hast Yui Factor. Also 4 kalte Burger, eine Packung Pommes und... fette Flasche Fanta. 2 Liter. Genau die Sorte, die Billy will. Nicht momentan. Momentan ist Billy auf 180. Die stützt jetzt Jojo, bringt sie ins Gebäude rein. Und sobald ich dann die dort untergebracht habe, wäre ich raussprinten, wieder zum Auto, die Sachen aus dem Auto nehmen und dem Troll in die Hand drücken. Ja, okay, alles, was du gerade aufgezählt hast. Alles klar. Und es gibt noch Kaugummis. Nee, die behalte ich. Ich brauche was zum Kauen. Ich bin so das auf 180. Ich mir. Okay, das machst du dann später. Das ist jetzt erstmal nicht so ganz genau, wichtig. Genau, machen wir nachher. Gut.
in dem Gebäude leben halt ein paar Menschen, das ist klar. Man findet den Typen einfach daran, je panischer die Teufelsratten werden, desto richtiger scheint der zu werden. Und sie werden noch panischer als jetzt. Das heißt, sie fangen irgendwann an, übereinander drüber zu klettern, sich da auch gegenseitig zu beißen, um an einen Rand des Käfigs zu kommen. Einer versucht da irgendwie die Metallstäbe durchzunagen. So unschöne Geräusche auch. Und ihr kommt dann an einer Tür an, die den Namen nicht verdient. Es handelt sich um einen Vorhang aus so Stoffen. Selbst gemacht, also eher so flickenteppichmäßig, aber nicht so wie bei Jojo von wegen Stil, sondern wie zweckmäßig. Da kommt ein Geruch durch, der speziell ist. So irgendwie, weiß ich nicht, verrottende Hölzer, Gewürze oder sowas in der Art. Vielleicht werden die Teufelsratten nicht ohne Grund da vorbeigebracht. Dementsprechend auch Geräusche von irgendwelchem Viehzeug. Und immer wieder so ein komisches, hohes, gackerndes Lachen ganz kurz, wo man sich fragt, ob man sich das eingebildet haben könnte oder nicht. Und Holzknarzen. Sag mal, bringe ich Jojo jetzt gerade zum Abdecker oder was? Was ist denn ein Abdecker? Ein Abdecker, wo du die Pferde hinbringst, wenn sie nicht mehr machen. Ein Abdecker. Ja, hallo, ich dachte, ihr wollt zum Organhändler, war das nicht der Plan? Ich weiß doch nicht, wo Jojo mich da wieder hinschleppt, mit der mache ich ja Sachen mit. Billy, mein letzter Wunsch, nimm meine Organe. Nimm meine Milz. Billy. Nee, aber gut wäre gewesen. Billy, mein letzter Wunsch, ich möchte in eine Teufelsrattensuppe verarbeitet werden. Richtig. Mini, ich vermache dir meine Milz. Das geht leider nicht, das ist elf. Ja und? Nee, völlig antrag genetischer Gedings. Ich würde die abstoßen direkt. Dafür gibt es ja Immunsuppressiva. Geht ja, nicht. Die Elfen haben spezielle Elfenmilzen, deswegen haben sie ja 10.000 davon. Okay, Mist. Da haben wir auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht mit Organsuppressiva, also sprich stimmt. Immun. Nimm doch einfach die von Iris Kast. Egal, ihr kommt da rein, ne? Gut. Bild im Kurscatch geht gleich los. Es sitzt also da in der Mitte des Raumes, wo auch. Also es sieht im Wesentlichen aus wie in dem Tageskrämerladen. Bloß das. Der Tageskrämerladen ist ja eher so ein Sammel-Messi-Bereich für allen möglichen Shit. Und dort ist es schon eher spezialisiert. Das heißt, du hast komische Masken, die man vielleicht eher nur aus dem Tritt kennt. Du hast ganz viele hölzerne Figuren. Lebende Teufelsratten en masse. Auch, wie gesagt, verrottende Hölzer sieht man auch. Der Typ, der da sitzt, das ist also ein farbiger, die man in Russland ja eher selten sieht. Mit so schönen Schielen nach außen ist ganz wichtig. Alt, man würde schätzen vielleicht 50, 60, keine Ahnung. Alt, der da in der Mitte hockt. Neben ihm hängt die Voodoo-Maske, die ich jetzt rechts im Co-Sketch habe. Das ist halt so eine Stammes-Voodoo-Maske, ne? Mhm. Schön bunt. Deswegen wollte Julia vermutlich nur hin. Sie wollte vor dem Tod nochmal was Buntes sehen. Und um ihn herum sitzen drei kleine hölzerne Figuren. Die sind kniehoch bei Billy ungefähr, bei Jojo eher hüfthoch. Die haben auch so Masken auf. Ich habe sogar ein Bild davon. Die sind übelst weird. Schon deswegen, weil sie sich bewegen. Sie sind aus Holz, aber sie können sich bewegen. Warum nicht? Also Fetische im Endeffekt. Es sind im Endeffekt so eine Art Fetische, die um ihn herum tanzen, ihn an der Kleidung ziehen, den Kopf wild schütteln. Die sehen aus wie durchgedrehte creepy Jojos. Und die verursachen A, die knarzenden Holzgeräusche und B, auch zum Teil dieses Lachen offenbar. Sehr angenehme Umgebung. Oh Gott, Billy ist hier. Der Typ guckt in eure Richtung, aber da er so schön schielt, sieht es nicht so aus, als würde er euch fixieren. Hallo? Sind Sie hier zuständig? Ich suche bitte nach Ihrem Vorgesetzten. was? Kennen Sie die Kleine hier? Und ich heb Jojo ein bisschen mehr an. Er deutet auf den Boden vor sich, der so
aus, der angemalt ist mit irgendwelchen Symboliken. Da lagen wohl schon mal ein paar Menschen. Ganz ehrlich, habe ich gerade den Eindruck, dass der schon weiß, dass wir hier sind? Also, dass wir wegen ihm, also, dass er vorbereitet war? Er wirkt nicht überrascht, sagen wir es mal so. Okay. Aber er wirkt auch generell nicht wie jemand, der irgendwie, oh Gott, oh nein, oh, du bist ja voll verletzt, shit. Okay. Ja, ich platziere Jojo auf diesem Boden und Billy ist im Albtraum gefangen. Jojo sagt auch gerade nicht mehr viel, er hat damit genug damit zu tun, zurechtzukommen. Die beißt ziemlich die Zähne zusammen. Gut, die kleinen Fetische tanzen jetzt um Jojo herum, ab und zu auch mal auf Billy so einen Schritt zu und strecken ihr eine hölzerne Zunge raus. Ja, offenbar hat sich jemand die Mühe gemacht, beim Schnitzen von Figuren eine Zunge einzuarbeiten. Auch mal so ein bisschen, einer stößt dann so mit dem Kopf nach ihren Schuhen, jetzt nicht schnell, dass es irgendwie wehtun könnte, aber so halt, ne? Ist wirklich creepy. Gucken sich auch Jojo an, er fängt dann an, erstmal das Erste, was er macht, die Verbände zu lösen. sieht sie sich wohl näher an, setzt sich dann die Maske auf, ihr habt beide das Gefühl, als wäre irgendwie die Luft dick, so ein bisschen, nimmt sie dann nach ein paar Minuten ab, wo er sie maßgeblich betrachtet hat, einfach nur dastehend, viel ist nicht zu tun. Was heißt denn vieles nicht zu tun? Was soll das denn heißen? Das Mädchen hat einen Pakt mit den Loa geschlossen und trägt hier die Konsequenzen. Ich kann verhindern, dass... Wer sind denn die Loa? Die großen Geister, die die Welt umspannen und die die Geschicke der Welt einfädeln. Oh Gott. Ich kann dafür sorgen, dass die weltlichen Wesen nicht dazu führen, dass sie krank wird. Aber es wird Zeit brauchen, bis sie sich von dem Pakt mit den Loa holt. Ich verstehe null, was sie sagen, aber ich habe verstanden, dass sie ihr helfen können. Ich kann dafür sorgen, dass es nicht schlimmer wird. Okay. Damit ich sie irgendwie zum Doktor bringen kann später, oder was? Der Doktor wird auch nicht viel tun können. Was kann ich denn dann machen? Das Wissen der Menschen reicht nicht, um die Allmacht der Loa auszugleichen. Sie hat etwas getan und trägt hier die Konsequenzen. Es wird mit der Zeit abheilen, aber es werden Narben zurückbleiben. Scheiße. Ist Jojo ansprechbar oder liegt sie da einfach nur rum? Na, sie ist nicht bewusstlos. Sie hat sich das halt angehört, was er gesagt hat, aber ja, sie hat halt Schmerzen, ne? Sie ist sehr ruhig. Ungewohnt ruhig. Das heißt, ich soll sie jetzt hier lassen? Komm in einer Stunde wieder. In einer Stunde? Und dann? Falls du auf was wartest, er antwortet nicht. Okay. In einer Stunde. Okay, ich gehe. Danke. Andy. Jojo! All the creepy stuff happens. Also, die werden Hölzer in die Hand gedrückt, die Viecher haben unheimlich viel Spaß mit dir, aber sie tun dir per se nicht weh. Teufelsratten werden hier geopfert, du kriegst einen Kopf von so einer Teufelsratte in den Mund gesteckt, ja, schmeckt nicht gut, aber ist halt nötig. Kitzelt ein bisschen mit den Barthaaren. Meine Fresse. Ja, gut, sie kennen das ja schon. Billy hat eine Milz verloren. Ich meine, komm. War ja schon oft genug dabei. Richtig. Irgendwelche Substanzen werden in die Wunden gestreut. Nein, sie brennen nicht. Aber es ist auch nicht angenehm. Und er im Wesentlichen erscheinen dann creepy, geisterhafte Gestalten, die halt alle auch so Voodoo-mäßig aussehen, mit denen er in einer Sprache, die du sowieso nicht verstehst, wild streitet. Und mit wild meine ich, der Sack ist alt. Und der Sack bewegt sich nicht viel und der Sack antwortet nicht auf jede Frage. Außer, wenn er halt mit diesen Viechern rumdingst, dann greift er auch mal nach denen und rüttelt so ein bisschen. Es ist so eine Art ritualisierter Kampf, der darin endet, dass er sich einen quasi herauspickt, der ihm irgendwie Kraft zu schenken scheint, woraufhin bei dir, also es wird warm und geschmeidig. Du merkst, dass dein Kopf nicht mehr wehtut. Das Blut scheint jetzt auch da oben, ist ja eh schon getrocknet, aber du hast da halt keine Schmerzen mehr. Und
Du hast irgendwie das Gefühl, als wäre etwas aus dir herausgespült. Und immer wenn ich irgendwas Magisches beschreibe, klingt es ein bisschen pervers, aber das ist vollkommen egal. Die ganzen anderen Sachen von wegen Haut ab und so nicht. Also die sind noch da. Dauerstunde. In der Zeit wird Billy ja dem Troll hier seinen Shit geben. Jo. Er guckt sich das an. Oh, hey, geil, kannst du Jung mal kriegen, geil, kann man wiederkommen. Schlägt dir dann freundlich auf den Rücken, du gehst kurz in die Knie und, Entschuldigung, mach ihn hier mal. Das nächste Mal, ne? Das nächste Mal ist der Angie aber nicht mehr hier. Okay. Ja, so, Was ist denn das für ein Typ? Was? Der Angie Heiler? Heiler. Er nickt. Oh er Gott. Zieht dann so ein bisschen die Schultern hoch und hebt die Hände nach dem Motto: keine Ahnung. Also der hilft halt, wenn jemand krank ist, dann macht er es weg. Hat er dir auch schon geholfen? Ja klar. Okay. Da war so der große Zeh, der war faulig und so blau und dann schwarz. Und dann tat er nicht mehr weh. Na, Angie, da war wir okay. Er zieht, um es zu beweisen, seinen Schuh aus. Du wünschtest, er hätte es nicht getan. Fußpilz ist eine schöne Sache, die man auch gern mal haben kann, aber der Zeh sieht weder schwarz noch blau noch aus, als wäre er weniger gesund als der Rest des Körpers. Also das sind keine Zehen mehr, sondern das sind Champignon-Farms. Pilze so. Sammeln mit den White Russians. Mhm. Ja, wunderbar. Also ich kann eh nicht mal kurz, ich bin eh schon leer, also von dem her. Richtig. Und ich meine, es ist nicht schlimmer als der Rest der Umgebung. Ja. Okay, cool, danke. Er trinkt mit einem Schluck die Fanta leer. Du bekommst keine. Und, ja, ich möchte die auch nehmen, nachdem der sein Leben da dran gehabt hat. Ey. Da brauche ich auch keine Probe auf Selbstbeherrschung zu würfeln. Ja, dann nimmt er seinen Rattenkäfig und verzieht sich. Wow. Ja, ich sitze im Auto und clean dann halt und scheiße, wenn ich das nicht schon gemacht habe. Habe ich nämlich jetzt vergessen, ob wir das schon gemacht haben oder noch machen wollten. Das hattest du ja in der Zeit gemacht, wo ihr angehalten hattet, bevor der Geist kam. Ah, genau, gut. Und von hier wäre es auch schwierig, weil Matrix-Verbindung ist so, ja. Ich sage nicht mittelmäßig, denn das wäre übertrieben. Schlecht bis nicht vorhanden wahrscheinlich so. Also du kriegst schon eine Verbindung, die ist ungefähr so, wie als hättest du einen 3000er Ping. Rufe Seite schön. Auf, 10 Minuten später. Boah, geil, ich habe eine Seite aufgerufen. Ja, egal. Solange ich den Heartbeat von der Matrix noch ein bisschen spüre, geht's mir einigermaßen. Sagen wir einfach, es geht dir sowieso allgemein nicht so toll und die Situation ist allgemein sowieso nicht so geil, da ist das jetzt nicht das Ding, solange du nichts in der Matrix machen willst, speziell. Nö. Die Matrix hat nur ein paar Herzrhythmusstörungen. Die habe ich ja auch. Es kriegt sich langsam ein, es ist halt immer noch Erschöpfung und Schmerzen, aber es wirkt jetzt nicht mehr so, als würde dein Herz irgendwie komisch was machen, was es nicht sollte. Ja gut, dann nach der Stunde werde ich zurückgehen. Gut, Jojo sieht ein bisschen besser aus, aber also er hat sie auch jetzt nicht nochmal verbunden, tatsächlich. Dafür ist irgend so ein Zeug in den Wunden. Okay. Halb schleimig, halb porös. Also pastenmäßig, ja okay. Ja, pastenmäßig. Natürlich, ich kenne das Wort dafür. Ich beherrsche die deutsche Sprache. Möchtest du gerade Spaß über mich jetzt machen, weil ich bastenmäßig gesagt habe? Nein, ich habe dich einfach outsmartet, mein Freund. Aha. Jojo. Ha? Wo bringe ich dich jetzt hin? Wo gehen wir am besten hin? Nach Hause? Nach Hause? Wo willst du jetzt hin? Dich zum Doktor bringen? Was soll der denn jetzt noch machen? Keine Ahnung, deine Haut wieder antackern oder... Machst du mal eine schöne Gesichtsstraffung, wo wir schon dabei sind oder so? Keine Ahnung, irgendwas. Du willst mir doch nicht sagen, dass das jetzt hier der Doktor war, zu dem du gehen wolltest, oder? Warum? Es geht doch jetzt wieder halbwegs. Aha. Danke, Angie. Wieder nicht, wir sind schon draußen. Irgendeine andere Form der... Achso, ne, ihr könnt rausgegangen sein. Wenn sie sich vorher bedankt hat, dann kam einfach keine Reaktion. Aber wenn ihr draußen seid, letzte Amtshandlung, durch den Vorhang kommt noch einmal einer der Fetische gehüpft und reißt Billy ein Haar aus. Nee, gib das Haar wieder her, du Drecksack. Er dreht sich um, streckt dir die Zunge raus und knarzt wieder rein. Ich möchte nicht, dass der ein Haar von mir hat. Ja, dann mach was dagegen. Ich traue mich aber auch nicht, da wieder reinzugehen. Billy wird dann hinterherrennen, die ist ein Arschloch. Okay. Voodoo-Haare, das ist nicht gut. Gib
Nee. Ist alles, Billy, das ist einfach. Bungie ist okay. Aha. Das sagst du immer, aber okay. Ja, wir fahren zu dir jetzt. Okay, dann Setz dich auf den Beifahrersitz, ich fahr. Und wir fahren los. Im Normalfall würde ich sagen, in diesem Fall sage ich, Auto säuft ab. Das Auto säuft nicht ab, aber willst du mit der Karre durch ein Gebiet fahren, was auch Donskoi ist, wo schon mal eine Polizeikontrolle sein könnte? Du hast recht. Dann muss ich mich wohl doch nach Hause bringen lassen. Also ich meine, du kannst Billys Auto, kann ich ja ein Stück in Donskoi entgegenkommen und du könntest mit dem Auto noch ein Stück fahren, aber willst du mit der Karre bis zu deinem Haus? Ja, vielleicht nicht. Dachte ich mir. Meine Karre muss eh bei Jodel stehen. Ist die Karre überhaupt noch zu retten oder ist die irgendwie... Die ist natürlich noch zu retten. Ich meine, hinten ist die Scheibe eingeschmissen, die Scheibe wird ersetzt. Vorne musst du irgendwie das, was hatte ich gesagt, Scheibenwischbehältnis da flicken und vielleicht den Ansatz da, der das dann rauspumpt und du musst die Motorhaube flicken. Also die Karre ist absolut zu retten. Billy, tust du mir einen Gefallen? Kannst du mir bitte nochmal irgendwas um diese Wunden drum machen, damit das jetzt nicht so offen bleibt? Möchtest du wirklich nochmal, dass ich das mache? Nee, eigentlich nicht. Deswegen habe ich gedacht, wir fahren zu Olga oder zum Doc E. Ja, es ist jetzt aber zu weit. Ich glaube, so lange hält mein Kran nicht mehr durch. Ja, okay. Wir lassen Pink Panther uns entgegenkommen. Der steht doch bei dir sowieso in der Gegend. Dann packen wir das Auto. Hast du irgendwen auf dem Weg, wo wir dein Auto unterstellen können? Ja, sicher habe ich wen auf dem Weg. Ja, dann stellen wir das Auto jetzt da ab und dann soll der Pink Panther uns da abholen. Dann gib mir einfach die Adresse. Und dann fahre ich dich. Entschuldigung. Falcons sind die nächsten auf dem Weg. Ja, wenn du die mit reinziehen willst. Der zweitnächste wäre Zappel. Ich sag das nur, weil du mal gesagt hast, du willst da eigentlich jetzt nicht mit denen und so. Ach so, ja, gut, stimmt. Haha. Ja, pass auf. Dann fahr mal da vorne links und dann, ich sollte ihn vorher mal anrufen. Das wäre klug. Bereiten vor allem vor, wie du aussiehst. Sie gibt dir, also zeichnet dir auf dem Stadtplan so grob ein, wo es hingeht und ruft mal Zappel an. Oh. Hey. Jojo hier. Jojo, alles klar, alles frisch bei dir oder wie? Wollen wir wieder eins aufgehen? Nee, es geht gerade nicht. Sag mal, kannst du mir einen Gefallen tun? Kann ich meine Karre bei dir abstellen? Ja klar, ist überhaupt kein Ding. Super, danke. Ich komm gleich mal vorbei. Ich hab nur keinen Bock, dass mir die Karre auseinandergenommen wird. Ja, sieh, aber du klingst so komisch, alles klar? Nee, nicht so richtig. Outgame, hast du mich gerade echt verstanden? Ja. Yo. Ich habe mich nicht verstanden, nicht schlecht. Ja, okay, damit gleich. Ich habe schon öfter mit dir geredet und du nuschelst manchmal extrem und dann sprichst du manchmal komische Dialekte. Ich habe gelernt, dich zu verstehen. Lieber Zuhörer, das wird ja auch irgendwann passieren. Vielleicht. Wenn sie lang genug zuhören, ja. Das müssen sie. Also, ihr fahrt dahin. Ja. Gut. Zappel wohnt zurzeit in einer Bar. Und damit meine ich in einer Bar. Er hat ein Arrangement mit einem Barkeeper, das im Wesentlichen folgendermaßen aussieht. Wenn jemand in der Bar Stress machst, machst du ihn kaputt. Dafür darfst du hier pennen. Du legst dein Kram einfach hinten, wo ich auch den Alk lagere, hin und dann passt das. Mach nichts kaputt, Zappel. Mach ich nicht. Er macht Dinge kaputt, aber lohnt sich immer noch. Jojo, lotst Billy hin. Ja, Zappel steht dann auch schon vor der Bar. Leicht wankend. Ja, Jojo macht nur die Tür auf. Sie will jetzt nicht groß aufstehen. Ja, der Pink Panther kommt, kann da hinkommen oder nicht? Ja, da kann er hinkommen. Gut, dann sollte der Pink Panther zeitgleich eintreffen mit uns. Er guckt sich die Karre an. Was ist denn das? Hey, wir hatten einen etwas ungünstigen Zusammenstoß mit irgendwas. Hallo, Zappel. Hallo, alles klar, hier. Aber muss ich irgendwann auf die Fresse oder was? Ich mach hier jemand so einen Zusammenstoß. Ja, mach ich kaputt. Nee, du musst niemanden auf die Fresse hauen. Das ist, glaube ich, nicht drin. Das war ein komisches Vieh. Also. Ja. Oder Karre. Soll ich Claire ganz machen? Kannst lassen? Du die. Nee, das kann ich auch selber machen. Aber es wäre super, wenn du erstmal drauf aufpassen könntest. Also nur, dass mir niemand das Ding auseinanderschraubt und irgendwie. Ne? Er stellt sich daneben, guckt das nochmal kurz an,
nimmt dann seinen Sporn, also er ihm, also erst guckt er ein bisschen blöd, kratzt sich am Kopf, dann scheint ihm wieder einzufallen, dass er einen Cyberarm hat, den man auch benutzen kann, fährt seinen Sporn aus und kratzt auf die Seitentür Zappel. Ihm scheint Geil. Das zu genügen als Aussage. Cool, danke. Okay. Ich revanchiere mich dann bei Zeiten. Allgemein, saufen wir. Können wir dann mal machen, ja. Cool. Kommst du mit? Foxy. Ja, sicher, wenn du mich einlässt, gerne. Also, wenn ich dabei sein darf. Geh mal in Bars auf. Ja, danke, voll nett. Geil. Ich muss dich jetzt zum Doktor bringen, ne? Ja, klar, mach mal, hier, los jetzt. Entschuldigung, bis denn. Los. Ciao, bis denn. Er rülpst. Alles Erneut klar. Fliegen Billy die Haare aus dem Gesicht. Trollspucke. Ah nee, komm, weißt du was? Dank meinem Timer. Es kommt eine Melange aus Mayonnaise-Eiersalat auf deinem Gesicht zum Erliegen. Gesichtsmaske. Nee, ich habe ja Lantex drüber, also ist gar nicht so schlimm. Ach, stimmt. Hast du ein Glück. Wow. Gut, dass er euch eigentlich hätte gerade nicht erkennen müssen, aber das ist egal. Elfmar kennt man immer und der ist eh besoffen, der hat sich eingebildet, was er wollte. Die Haare waren ja gleich. Gut, ihr fahrt weiter. Jojo nimmt ihre Maske, glaube ich, mal ab. Das geht jetzt nicht so einfach, ne? Lass mich mal kurz überlegen. Jojo, deine Maske ist ab. Cool. Die haben die Dinger von dir gepoolt in der Stunde. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, wir kommen zu Olga. Gut. Mitten in der Nacht, aber das ist nicht so schlimm. Ja, vielleicht doch. Ja, und zwar, was hat die eigentlich nochmal für eine Connection-Stufe 2, ne? Jo. Ihr kommt bei Olga an. Tür, Klingeling. Ruf sie an. Jojo ruft mal Olga an. Hey Leute, ich bin gerade nicht zu erreichen, weil ich auf einem Typen hocke. Ruf doch später nochmal an. Zurück in Pink Panther, wir fahren zu Dr. Ivan Ivanovich. Scheiße, die ist gerade am Vögeln, das kann dauern. Okay, nochmal. Wir fahren dann zum Doktor jetzt, Jojo. Gut. Ja, also ihr fahrt zu Professor Dr. Nikolai Ivanovich. Schön, dass wir den mal wieder haben. Einfach nur, weil du den Namen so gerne sagst. Ja, aber selbstverständlich, deswegen, weswegen denn sonst nie. Also ihr kommt da auch an und kein Problem, ihr geht zum Goon, der euch sagt, der hat gerade jemanden da drin, das ist wichtig, kann dauern. Kannst du ihm Bescheid sagen, dass Foxy Lady hier ist? Kann ich machen, aber der meinte irgendwas von wegen, oh Gott, das geht ja kaum noch zu retten. Dann kam noch so ein anderer Typ, der hier auch irgendwie rumoperiert und dann sind die da, 2 Stunden drin. Dann dürfen sie auch bald fertig sein. Lassen die Nachricht zukommen, dass wir hier sind. Wir setzen uns so lange separé. Klar. Thermoskanne, Tee und Kekse sind da. Danke. Jojo, magst du irgendwas anderes noch haben? Oh, nee. Trinken Tee. Du musst dich hydrieren. Wir müssen beide uns hydrieren. Ey, bring mal noch eine Flasche Wasser, bitte. Im Gegensatz zu dir habe ich nichts genommen. Das hat damit jetzt überhaupt nichts zu tun. Dein Körper ist trotzdem im Alarmzustand. Also halt die Fresse und hör jetzt mal einfach auf mich und trink den verdammten Tee und auch Wasser. Willi, ich will jetzt nichts trinken. Lass mich einfach nur liegen, bitte. Naja, also einen Trichter gibt's bestimmt auch, wenn du fragst. Schnabeltasse. Bring eine Schnabeltasse. Wenn sie dann da liegt, die legen wir uns so, also quasi, dass ihr Kopf auf meinen Beinen liegt, so legen wir uns jetzt hin und dann wäre ich ihr ganz langsam und vorsichtig Tröpfchen per Tröpfchen die Lippen anfeuchten. Die Gesichtslippen. Es wird, danke, dass du es dazu gesagt Bitte. Hast, du wirst sicherlich keinen Bock darauf haben, aber ich glaube auch nicht, dass es sonderlich viel bringen wird, dich zu wehren. Nee, ich weiß. Tröpfchen für Tröpfchen. Besser als bei Matrioschka. Aha. Und sie fängt an zu singen, schlafe mein Jojo. Nein, tut sie nicht. Geil. Ja, irgendwann nimmt Jojo diese blöde Scheißschnammeltasse weg. Macht einfach nur die Augen zu. Gut. Nach einer weiteren Stunde tatsächlich kommt kein Patient raus, aber ein anderer Arzt. Der sein Gesicht tatsächlich in so eine Maske, hier so eine Raubüberfallsmaske gehüllt hat.
und die erst abzunehmen scheint, als er schon das Ding verlässt. Die Tür geht auf und Professor Dr. Nikolai Ivanovic steht auch da. Er tupft sich gerade noch etwas Schweiß von der Stirn. Er wirft seine blutigen Handschuhe weg. Besieht sich kurz die Lage. Ah, Lady Foxy, ich freue mich sehr, dass Sie mich mal wieder besuchen kommen. Was kann ich für Sie tun? Oh, da ist ja auch Frau Jojo. Ja, die ist auch wahrscheinlich jetzt ihre Patientin wieder mal. Ich sehe einen Verband. Gut, dann kommen Sie doch mit. Ja. Jojo, geh mal, lehn dich mal hier auf. Komm mal mit. Ja, hier du! Ich wink mal auch den Gun noch rüber, sorry. Ey, wow, ich bin ja Aufpasser, ich bin kein, Jetzt helfe ich einfach. Bin da kein, ey, bin ich so ein schwuler Krankenschwester-Typ. Jojo steht selber auf, dafür ist sie jetzt zu stolz, es tut zwar weh, aber die letzte Professor nicht. Dr. Nikolai Ivanovic holt einen Rollstuhl. Oh, geil. Er ist halt einfach Dr. Ivanovic, ne? Immer noch zu stolz? Nein. Gut. Vor allen Dingen, weil du dich halt gut hinsetzen kannst, weil du ja wirklich nur die Vorderseite da hast, ne? Mhm. Gut, du wirst da reingekarrt, hinlegen, ausziehen, erneut der Verband ab, yuppie-yay-yay. Ach nee, habt ihr keinen drum. Eben, das ist ja das Problem. Der Verband aus Kleidung. Er besieht sich die Sachlage. Was ist das für ein pastenartiges Zeug? Ich weiß es nicht, das ist mein Problem. Aber irgendein Doc, den sie kennt, hat das bei ihr draufgeschmiert und hat gesagt, das soll wohl bleiben. Und ich bin jetzt in erster Linie hier zur Nachuntersuchung für sie. Nachuntersuchung? Es sieht oder? Auch sehr akut aus. Wie hat sich das Ganze zugetragen? Nicht, wenn ich das Ihnen erzähle, glauben Sie mir kein Wort und... Sie werden sicherlich verstehen, dass es für eine Behandlung enorm wichtig ist, wie der Vorfall sich ereignete. Und ich weiß, dass hier immer Privatsphäre sehr wichtig ist. Aber wenn Sie es grundlegend beschreiben können, denn ich kann mir nicht, wie das passiert sein soll, ist schwerlich mir zu erklären. Okay, ich kann es weder erklären noch beschreiben. Ich habe es zwar gesehen, aber es entzieht sich meiner kompletten Auffassungsgabe. Also von dem her, Jojo, du musst das selbst dem Doc erklären. Ich weiß ungefähr genauso viel, was passiert ist wie du. Irgendwie. Ja. Naja, es war halt so ein komisches Vieh da und ich weiß nicht genau, was das für ein Vieh war. Keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Und irgendwie hatte ich eine Art außerkörperlicher Erfahrung. Keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch, ich habe mir vor kurzem den Kopf ziemlich gestoßen. Vielleicht habe ich da auch irgendwas. Gut, das heißt, es scheint hier sinnvoll, wenn Sie sich den Kopf arg gestoßen haben, vielleicht erstmal entsprechend da einen Scan zu machen. Nicht, dass es hier zu, Sie wissen schon, Blutungen kommt. Ja. Kopfscan. Sie haben sich den Kopf gestoßen? Also es scheint hier absolut nichts zu geben. Ich sehe jetzt auch hier keine Prellung, kein Ödem, irgendwas dergleichen. Es war vielleicht nicht so schlimm. Oder wie sagen an der Stirn? Entschuldigung, ja, wir waren ja vorhin noch bei jemand anderem. Ich glaube, das hat er geregelt. Ja, aber wie irgendein Zeichen müsste man doch da... Gut, also es war vielleicht wirklich nicht so schlimm. Gut, dann er nimmt jetzt irgend so eine Lösung und macht erstmal diese ganze Paste weg von deinem Körper. Au. Tut nur so mittelmäßig weh. Also ist nicht angenehm, aber tut nur so mittelmäßig weh. Und dann versucht er, also nimmt er Sprühhaut und patscht das da einfach drüber, weil das Sinnvollste ist. Allerdings hält die nicht. Um genau zu sein, er sprüht halt auf und normalerweise wird das fest und dann ist es perfekt und schön und jeder freut sich und in dem Fall sprüht er es auf und dann fliegt es wie so Sand einfach weg von dir durch einen kleinen Wind. Sie sagten, ein komisches Vieh war da. Ich ging davon aus, dass sie
das als etwas lapidare Erklärung für einen vielleicht stark versalberten Menschen oder dergleichen. Nee, es war irgendein Tier, das ich nicht gesehen, wo ich nicht weiß, was das ist. Paranormale Wesen. Dann habe ich mich selbst gesehen und dann, aber ich weiß nicht genau, was das war. Nun, der Angriffe durch paranormale Wesen sind natürlich nicht mehr mit dir. Ich kenne, also ich weiß, dass es da immer wieder zu Komplikationen führen kann. Es scheint so, als würde hier Sprühhaut als solches nicht funktionieren. Ich werde einen antiseptischen Verband da applizieren, ihn dementsprechend Antibiotika und Schmerzmittel mitgeben. Sie müssten den Verband dann noch einige Male wechseln, so 2-3 Mal am Tag, und es wird sicherlich ein wenig dauern, bis sie voll genesen sind. Aber mehr kann ich da in diesem Fall leider nicht tun. Es ist sehr erfreulich, dass zumindest das Problem eines Schädeltraumas, eines schwerwiegenden Schädeltraumas, nicht besteht. Allerdings. Bei dem kleinsten Zeichen von Infektion sollten Sie umgehend mich aufsuchen und keinen Arzt, der Pasten aufträgt, die, naja, Sie wissen sicherlich, was ich meine. Es war nächstliegend, deswegen. Ja, natürlich. Sie haben ja jetzt etwas Zeit. Vielleicht, wenn Sie da nochmal ein Zeichen sehen, da es jetzt nicht mehr absolut akut ist, dass Sie da einfach zu mir kommen. Okay, vielen Dank. Er wirkt jetzt auch durchaus müde. Legt dir noch den Verband da, gibt dir ein paar Verbände mit, dann so eine andere Creme, die man da halt irgendwie drauf macht. Er wird bezahlt. Wie viel kriegt er denn? 200. Gut. Das ist das, was wir auf dem Spesenstick noch drauf haben. Geil. Also in den 200 sind natürlich alle Medikamente drin, die du im Nachfolger noch so brauchst. Gut. Weil letztendlich hat er jetzt nicht viel gemacht. Gut. Dann macht er das fertig und dann wird er sich auch von euch verabschieden und euch hinaus komplimentieren. Mhm. So, also nach Foxy-Lady, dich fragt er gar nicht, wie es ihr geht. Ja, okay. Ist okay. Verstehe schon. Ich sehe schon. Ich werde hier ins Abseits gedrängt wegen der Jojo. Alle fahren auf Jojo ab hier. Wessen Welt ist es nochmal? Ah, ja, stimmt, Entschuldigung. Ich entschuldige mich. Darf ich noch weiter dabei sein? Bitte? Ich würde sagen, ich bin mir da nicht sicher, mein Freund. So nicht! Also. Jetzt betest du erstmal 50 Ave Maria. Ave Jojo. Ave Trolli. Ach so, nee. Gut. Malo. Nein, er erkundigt sich nicht, wie es Billy geht, aber er sieht auch echt ziemlich fertig aus. Ja. Und ihr seht immer noch keinen Patienten dort drin liegen. Dafür, einen großen Behälter, den du sonst noch nicht gesehen hast, Organic Disposal. Gut. Einmal Transplantationsorgane entnehmen. Irgendwo muss Milz ja herkommen. Es sieht eher aus, als hätte man die Reste eines Körpers da reingeschmissen, weißt du? Das ist schon klar. Okay. Nam. Wie können wir nach Hause fahren? Ja, klar. Es wird er auch verabschiedet sich freundlichst von Billy. Dankeschön. Auf Wiedersehen, Herr Dr. Ivanovic. Ich hoffe, wir können vielleicht bald nochmal unter etwas entspannteren Umständen miteinander. Sie wissen schon, nicht nur der monatliche Scan, sondern auch da vielleicht nochmal etwas ins Gespräch kommen. Was soll ich Sie anrufen nächste Woche? Es ist mir immer lieber, wenn Sie Zeit haben. Natürlich, ich weiß, Ihr Terminkalender ist ja auch eng gesteckt, dass Sie dann vielleicht persönlich das einrichten können. Das lässt sich ja meistens ganz gut absprechen. Solche Fälle wie heute sollten nicht mehr so häufig vorkommen. Ich bin eigentlich ja auch kein Notfallarzt für größere operative Eingriffe. Ja, aber das Problem ist, dass Sie sehr vertrauenswürdig sind und für manche Angelegenheiten einfach natürlich, die erste und beste Wahl. Natürlich haben Sie da recht. Es verhält sich nur so, dass ich eigentlich sehr wenige Ausnahmen mache, wenn es sich um sehr schwere Verletzungen handelt, die sehr schnelle Behandlung benötigen, weil ich dafür einfach nicht. Das ist nicht mein spezielles Metier. Und heute war nun ein Fall, wo ich meine Ausnahmeregelung da erweitern
musste. Und ich denke einfach, es sollte, wenn wir uns einen Termin setzen, nicht so häufig vorkommen, dass sich eine sehr langwierige Operation dazwischen schieben muss. Gut, danke für den Hinweis. Ich glaube, ich habe verstanden. Ich setze mir einen Termin in meinen Comlink zum Erinnern, dass ich den Doc nächste Woche besuchen will. Gut. Danke. Ja, ich bringe Jojo heim. Gut. Okay. Die wird auch erstmal schlafen. Soll ich da bleiben zur Überwachung heute Nacht, oder? Nee, musst du nicht. Sicher? Kommst du klar? Ja, ich komme klar. Okay. Dann mit der abgekratzten Maske noch eben fährt dann auch Billy heim. Snap! Jo, hat's euch gefallen? Die Episode 2, 15. Folge war das dann hiermit. Und damit auch der Abschluss von Episode 2. Wir haben's durch. Ist ja einiges passiert, mal abgesehen von dem Run, der ja eigentlich ganz gut gelaufen ist, ne? Finde ich jedenfalls. Also wie schon beim letzten Mal gesagt, beim Outro war der Run ganz cool. Jetzt aber nochmal so ein Twist von unserem Spielleiter zum Ende hin, hatte ich nicht mit gerechnet. Ganz ehrlich muss ich euch gestehen. Dachte ich nicht, dass er so früh schon mit rauskommt und dass er mal uns so ein Vieh vorsetzt. Fand ich unheimlich cool, vor allem, weil so ein Moment da mir schon die Arschkrampe ging, was denn jetzt mit den Charakteren passiert. Aber dass dann Jojo nun endgültig aus der Versenkung auftaucht mit ihrer Magie, muss man mal abwarten, was er draus macht, was wir draus machen. Beziehungsweise was Jojo draus macht, denn sie ist ja schließlich Flummis Welt, ne? Und ich meine, und ich Trolleys, wir sind ja nur Statisten hier. In Episode 3 sind wir schon am Spiel mittlerweile. Es wird kleinere Veränderungen geben. Das Intro für die Episode 3 Session 1 ist schon durch. Also Trolley hat das schon aufgenommen. Wird etwas länger, wird ein bisschen Sachen erklären für Episode 3. Und wir werden wohl auch was an der Musik so ein bisschen ändern. Aber das wird alles noch nicht verraten, was es genau geben wird. Wir freuen uns jedenfalls, dass wir jetzt zum Ende der Episode 2 insgesamt 21 Subscriber auf YouTube haben. Relativ ansteigende Werte in den Grafiken. Also sagen wir es mal so, dank euch macht die ganze Sache noch ein bisschen mehr Spaß. In dem Sinne, dass wir sehen, dass es irgendwo gewissen Leuten Spaß macht oder jedenfalls ihr euch gern drüber lustig macht. Stört mich nicht weiter, ist ja auch scheißegal eigentlich. Auf jeden Fall finden wir es cool, dass ihr dabei seid. Macht weiter so. Wir haben jetzt gerade auch Trollstrolch dazu bewegt, sich mal auf unserer WordPress-Seite anzumelden. Macht das doch auch. Wir können gerne an der Diskussion immer teilnehmen. Wir möchten eigentlich euch alle einladen dazu, an der Diskussion auf unserer WordPress-Seite teilzunehmen. Denn da wird es dann doch unter anderem mal schon lustig. Jetzt momentan gerade speziell Trollstrolch, wie gesagt, und auch Snowcat nehmen rege an unserem Leben teil. Schaut auch mal bei beiden in den Blogs vorbei. Ich werde mal noch unten in die YouTube-Beschreibung dann die Tage die beiden Links zu den beiden Pages von denen reinpacken nochmal, damit ihr euch anhören könnt, beziehungsweise anschauen könnt. Und damit lasse ich jetzt das Outro auch beenden. Wie immer muss ich aber darauf hinweisen, oder darf ich darauf hinweisen, dass die White Russians unter der Creative Commons Attribution License 3.0 laufen. Das heißt, ihr dürft euch gerne Stücke aus unserem Podcast ausschneiden oder ja, den Podcast verwenden. Ihr müsst allerdings ein Label anheften, dass es von den White Russians kommt. Ihr müsst also auf uns verweisen. Die Shadowrun License gehört der TOPS Incorporated und ich glaube auch teilweise Microsoft, muss man ja mal dazu sagen. Gerade im Computer Gaming Genre gehört ja Microsoft da irgendwo eine Lizenz für den Namen Shadowrun. In Deutschland wird Shadowrun vertreten durch den Pegasus Verlag. Gibt's auch tolle Foren, kann man immer mal reinschauen. Momentan geht's ja gerade wieder mit dem Verlag los, dass die neuen Werke rauskommen. Schaut mal rein beim Pegasus Verlag, lohnt sich. Kann man ja auch alles als PDF bei denen direkt runterladen, wenn man mit der Kreditkarte oder PayPal und so weiter bestellt oder kauft. Also ja, man muss nicht alles im Hardcopy-Presswork haben. Man schont ein bisschen die Umwelt, glaube ich, wenn man das im PDF runterlädt. Wie dem auch sei, Intro und Outro-Music von unseren Freunden, Freunden sage ich doch einfach mal, also für mich sind es coole Typen und machen geile Musik, also obwohl es eigentlich nicht mein Typ ist, aber trotzdem finde ich die Musik geil und ich bin auch stolz drauf, dass wir die Kremlkrauts als unsere Schirmherren, sage ich mal, für die Intro und Outro-Music haben. Also an der Stelle Kremlkrauts, dickes Lob, Heads up, ihr seid geil. Dankeschön, dass ihr tolle Musik macht und Leute, zieht euch mal die Musik, schreibt in den Comment, die sind cool. Hoffe ich jedenfalls, dass es euch auch gefällt.
In diesem Sinne, danke fürs Zuhören bei den White Russians in Episode 1 und Episode 2. Ihr seid geil. Dankeschön an alle und bis zum nächsten Mal. Tschüss.